So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Samstagstream. Es ist mal wieder eine Woche geschafft und ja, wir versuchen jetzt einfach mal einen Stream durchzuziehen, auch wenn es eventuell zu Ruckelungen, Unterbrechungen kommt. Das ist dann wetterbedingt. Wir haben immer Probleme bei Extremwetter und im Moment ist es hier am Stürmen, am Regnen, also schüttet wie Sau, auf Deutsch gesagt. Und es kann auch noch sein, dass das ein oder andere Gewitter runterkommt. Da möchte ich mich nicht unbedingt drauf festlegen. Ja, auf jeden Fall versuchen wir mal unser Bestes. Und da ist noch jemand, und zwar das Engelchen. Hallo. Ja. Dementsprechend gucken wir mal, ob es funktioniert oder nicht. Lernen von Ressourcenpaketen, das ist gut. Wir haben uns überlegt, dass wir heute vom Realm aus streamen und der musste gestern abgedatet werden, zumindest bei uns. Und wir Also kamen unser auch. Minecraft hat sich gestern geupdatet auf die neueste Version mit Fehlerbehebungen. Und das Problem ist, der Inhaber sagt zwar, er hat vor 2 Tagen geupdatet, aber irgendwie kamen wir gestern nicht drauf. Ja, und ich hoffe, dass ich heute drauf komme. Ja doch, Also, ich kam wohl vorhin drauf. Gelände wird gebaut, steht bei mir schon mal. Also Dann ich hat es denke mal, dass es funktioniert. auch klappt. Dann hat es auch funktioniert. Aha, wird Hoffentlich. geladen und haben wir Glück oder haben wir kein Glück? Wir haben Glück, zumindest ich. So. Bei mir ist nur noch eine kleine Frage der Zeit. Ja, also ich stehe hier da, wo die U-Bahn entstehen soll. Ich bin aktuell, glaube ich, irgendwo auch bei der U-Bahn irgendwo. Ich glaube, hinten bei der U-Bahn-Station Hauptstelle. So habe ich mich heute Nachmittag dann noch ausgelockt. Gelände wird gebaut. Ja, das ist gut. Also ich bin jetzt hier direkt an der Pforte zur U-Bahn. Pforte Fortissimo, wie Ja, ich und ich immer bin sag. unten. Und ich bin So, unten. Niederstein habe ich hier jetzt genug drin. Und ich bin in der U-Bahn unten drin. Ja, du bist auch gerade beigetreten. Gespawnt. Kann der mich denn treffen? Nicht So. sterben. Habe ich nicht vor. Man muss 12 Leben. Ja, es ist nicht viel. Lohnt nicht, ne? Jetzt habe Lohnt ich die nicht drüber zu Benadryl reden. bekommen, weil du weiß bist. Oh, da kommt Ach, noch da kommt einer. noch einer. Ja, ich sehe es auch gerade. Moderation. Genau. Moderation, das Okay. klopfende Engelchen. Und du hast ein Schild im Körper. Das sieht auch genial aus. Im Körper? Ja, guck mal im Stream, wie das ausschaut. Ich sehe es gerade noch Na, nicht. du kommst jetzt gleich. Für all die es nicht wissen, der Stream, der ist immer ein paar Minuten Bei mir ist verzögert. er verzögert, ja. Achtung, und jetzt gleich kommst du an. War nicht schlecht. Bist du eine Schildkröte? Sollte man mal Sachen machen. So, habe ich eigentlich jetzt schon verzauberten Bogen wieder? Ne, habe ich ja noch alles verloren gehabt beim letzten Mal. Mal wieder. Ich habe aber ein Schwert Plünderung, ein verzaubertes. Das könnte uns bei verschiedenen. Achtung, Creeper, Creeper, Engelchen, gehst du weg. Meine Güte, das war jetzt Stimmt, die knapp. machen ja hier alles kaputt, ne? Ja. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ui, Engelchen, das war jetzt aber Knappologie. Warte mal. Das war Knappokowski, Schießt oder euch das? mal gegenseitig ab. Hoho. Machen sie sogar. Oh, wer von euch Hinter dir! fliegt. Moment. Achtung, du wirst gleich abgeschossen. Das macht mir auch nicht mehr viel aus. So. Lässt du den Jack in Ruhe? Ich kümmere mich um den hier. So. Ja, irgendwie Feierabend. fliegen Gute Nacht. meine Pfeile gerade verzögert. Ja. Das, was ich eigentlich machen wollte, kam mir nicht so. Nee, das mache ich lieber nicht. Was denn? Ach so, die Bienen. Da lass die Finger von Da meinen ist Bienen, kein gell? Dings drunter. Lass die Finger von meinen Bienen. So. So. Was gehört? Der hatte auch So. Stoßen gehabt. Oh Gott, auch noch ein kleiner. Noch ein kleiner Scheibenkleister. Wieder weg. Ja, das mache ich jetzt auch. Na, zu spät. Das ging jetzt zu schnell, Hattest du eindeutig. keine Rüstung? Doch klar, ich hatte Rüstungsteile an. Aber das ging jetzt viel zu schnell. Ich hatte hier noch drei Wo Herzen waren die? und so schnell Ach ging, da. ne, so schnell dürfte das eigentlich, hätte das jetzt eigentlich nicht passieren dürfen.
Oder hast du den Kleinen denn noch kaputt gekriegt? Den einen ja, den anderen nein. Aber ich laufe da jetzt auch hin. Habe ich vielleicht wenigstens, wenn du es nicht einsackst, ein paar Energielevel. Ja, ich sehe schon deinen Namen. Hä? Ich werde geschlagen. Ey, sag mal, was haben die heute für eine Range? Das habe ich mich eben auch gefragt, was für eine Reichweite hat. Eine Range weiß ich nicht, aber eine Reichweite haben sie eine ganz schöne. Ja, die meine ich hier gerade. Range heißt Reichweite. Geh mal weg. So. Ein Schlag? Der hat dann Schwert. Wie kann das denn sein mit einem Schlag? Mein verzaubertes, oder? Ja. Du Schande. Ich muss hier weg. Oh. Wenn du das auch gleich tot bist? Nee, noch nicht. Versuchen abzuschießen zur Not. Ja, mach ich ja gerade. Hauptsache mein Schwert bleibt da. Was ist heute los? Das Update. Ich denke mal, es liegt im Update. Dass irgendwie so ein neuer Bug ist dann. So. Da ist der Kleine. So, hier ist mein Helm, Steinschwert. Oha. Ey, Kollege. Was ist denn hier heute los? Hat er wieder auf Hardcore gestellt hier? Das ist wahrscheinlich wegen dem schlechten Wetter auch, ne? Das ist möglich genug. Gott, 3 Skelette. So, jetzt renne ich einfach mal da durch. Wenn ich Glück habe, überlebe ich es. Wenn nicht, dann bin ich gleich sowas von im Eimer. So. Jetzt will ich schon mal wenigstens meinen Helm aufsetzen. Den habe ich, glaube ich. Na, ich habe mehrere Helme dabei gehabt. So. Mal gut hängt das hier unten. Hier oben auch übrigens. Kann es nicht sein. So. Ja, ich komme wieder hoch, ich habe dein Schwert. Ja, das ist schon mal gut. Ich flüchte mal besser, sonst bin ich gleich Geschichte wieder mal. Das kann es doch gar nicht sein. Achtung. So. Hier liegen nämlich nur Sachen von mir. Da gibt noch hier Stress. Komm gleich bitte rein. Also hier verzögert sich alles um eine halbe Stunde, habe ich so das Gefühl. Ne, meine Pfeile fliegen gerade allgemein mal richtig. Da waren noch welche. Vorsicht, Engelchen. Vorsicht, hinter dir. Du kannst schlagen, wie du willst, habe ich so das Gefühl. Irgendwie kommt hinten und vorne nicht hin. War da sind noch Level. Ja, aber ich würde deine Sachen geben. So, ja, dann komme ich doch lieber. So. Moment. So, bitte so, zubauen. Kommt hier zumindest, kann er schon mal rein hier. Außer die Kleinen, die können rein. Schwert. Jo, danke. Der Rest war von mir. Hier, ich kann dir sogar noch einen Pfeil geben. Das ist immer gut. Hier, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. So, nee, das brauche ich nicht. So, das. Ja, mehr kann ich nicht aufsammeln, ich bin voll. Das soll irgendwo Truhen. Beim letzten Mal, weiß ich ja noch, habe ich hier dafür gesorgt, dass wir genug Material haben, sprich Baumholz, also Schwarzeichenholz und so. Also nach dem Update sieht das auch alles irgendwie anders aus in der Hand, meine ich. Mhm. Der Bogen. Ich hol schon. Achso, ja, ich gebe die Sachen, die du jetzt gerade raus haben wolltest. Moment. Wo packst du selber eine Truhe von, sondern einen Truheplatz? So, wenn das Spiel sich gleich mal entscheidet. Hier unten vernünftig, oder was? Ja, ja. Ach, da. Wenn sich das Spiel jetzt gleich mal entscheidet, vernünftig zu
agieren, dann werde ich hier ein bisschen weitermachen. Ja, wenn nicht, dann haben wir wirklich ein Problem. Das ist dann nichts wirklich am Wetter und wir müssen den Livestream heute beenden. Ich finde das ein bisschen blöd, wenn die Pfeile später und du. Ja, du hast bis drei Blöcke nicht reagieren und sowas. Vom Skelett, sag ich schon. Ja, du kannst nicht richtig reagieren, nichts. Das ist nicht gut. Anatomisch gesehen ist das für einen Arsch. So. Ja, das ist die Höhle hier hinter. So. Ich werde dann mal jetzt mit dem weitermachen, was ich zuletzt gemacht habe. Abholzen. Mach das. Weil wir brauchen ja für die U-Bahn-Station, haben wir gesagt, einiges an Material. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie wir diesen Bogen machen. Zu diesem Material. Ja, mal gucken, ne? Aber ich würde ihn auch gerne aus Schwarzstein machen, aber so viel Schwarzstein haben wir nicht. Und es wurde auch nichts jetzt gedingstert. Also auch nichts abgegeben. Gedingstert und gebumstert? Ja, abgegeben. Ja, ein paar Spinnen haben wir ja schon gekriegt beim letzten Mal, als wir drin waren. Ja. Und vielleicht kommt diese Woche ja was dazu. Ich weiß, was ich mache. Ich baue oben das Schild hin, was wir alles benötigen für den Bau. Ja, das ist schon mal gut. Ein Informationsschild. So, ich kümmere mich um die Schwarzeichen, wie gesagt. Und die Nachzucht der Bäume. Das Dach haben wir jetzt komplett drauf. Ich meine ja. Guck mal, du bist gerade da. Ja, sieht so aus. Vom Weiten zumindest. Ich bin jetzt nicht direkt da drin, ne? Also von daher. Und ein paar Pfeile, die ich mir einkassieren kann. Da, du hast auch mal ein Fleisch. Das habe ich noch drin. Also eins weiß ich wohl, wenn es so leckt und so zeitverzögert ist, werde ich nicht ins Nether gehen, um Level zu fahren. Das wäre reiner Selbstmord. Ich weiß zwar, dass ich für verrückte Aktionen sehr bekannt und beliebt bin. Ja, aber das mache ich dann nicht. Irgendwo ist die Grenze. Und die ist jetzt deutlich da. Einfach. Das hat nichts mit Zwiespalt zu tun. Also wir haben eigentlich das halt eigentlich noch genug das zu tun. Mal gucken, ob ich irgendwo noch Wolle habe. Wir haben, wenn es danach geht, noch genug hier zu tun auf der Fläche. Ja, auf jeden Fall. Bei uns auf der Fläche alleine schon. Die Pferde, dass die endlich umgesiedelt werden, aber dafür fehlen uns noch Heuballen oder Strohballen. Ja. Das schon mal mit. Mann, seid ihr produktiv. Wer? Produktiver wie die unten. Wer denn? Die Hühner. So. Ja, da hast du mal die richtigen Hühner gezüchtet. So, jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwo noch. Jetzt darf ich mir gleich eine neue Axt machen. Nö. Das kriegen wir aber auch noch hin. Nö. Was, nö, doch. Wolle. Achso. Nö. Also hier braucht heute alles einen halben Meter länger. Yay, eine Wolle. Brauchen wir mehr wie eine Wolle. Ja. Oder mehr wie zwei Wollen, sagen wir es mal so. Muss ich gleich oben im Lager gucken. Aber so wenig Wolle. Kann sein. Wenn du schon flüsterst. Das ist ja doof. Also heute leckt das hier, das ist unglaublich. Bei mir geht's gerade im Augenblick. So, jetzt wieder ein bisschen Eier hier rein. So, jetzt setze ich sofort noch ein paar Elfsetzlinge habe ich schon bis jetzt. Das ist ein sehr guter Schnitt für einen Schwarzeichenbogen. Sonst muss ich oben im Lager gucken, dann Wolle. Ist auch einer, das ist gut. Ich guck mal, wenn dein Ton die nur an der Wand gestellt hast. Ja, ja, mach du mal. So, da wo auch vielleicht Wolle drin hast. Das kann alles sein. Also ich habe mit Wolle eigentlich weniger zu tun. Ja, aber hätte ja sein können. So. Okay. Gucke ich mal, was wir schon an Strohballen haben. Muss ich dann noch warten, bis ich noch einen Schwarzeichensetzling dazu bekomme.
oben noch irgendwie was Dann fertig haben. könnte ich hier rein theoretisch noch einen ansetzen. Da ist schon einer. Ja, die sind sogar fertig, das heißt, ich kann die eben Hä? ernten. Drei? Die doch eingesammelt. Was soll denn hier spuken? Komisch. Hier ist eben ein Setzling runtergefallen. Ich wollte ihn aufheben und ich kriegte den nicht aufgehoben. So, habe ich jetzt hierfür. Nee, nee, den hab, ich stand hier direkt darüber und der ist irgendwie nicht. Naja, egal. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Ach, liebes Minecraft-Team. Nee, das hat mit Minecraft gerade nichts zu tun. Das ist das Wetter. Ja, eben liebes Wetter-Team. Irgend so ein Team das halt. Das hat gerade mit dem Unwetter ein bisschen zu tun. Ja, wenn es jetzt so viel wird. Hat ausnahmsweise mal nichts mit Minecraft zu tun. Ja, wenn es noch schlimmer wird, dann. Oder die haben wieder das eine Update. Das kann auch sein. Wir Fehler reingehauen diesmal. Das ist möglich genug. So, jetzt muss ich. Ist auch nichts drin. Zack, einmal durch den Geheimgang. Geheimgang? Ja, der Geheimgang neben dem Fenster. Das ist ein Geheimgang. Der neben dem Fenster. Ach, das ist kein Geheimgang, ich hab das halt noch nicht zugemacht. Das ist kein Geheimgang, ich hab das nur noch nicht zugemacht. Aber jetzt kann ich dir sagen, ja, das Dach ist vollständig drauf. Ja, so. So wie es ausschaut zumindest. So. Also bei mir hängt es hier aber auch gerade ordentlich. Ja, wir haben heute Verzögerung drin, das ist wirklich schön. So, wie viel konnte ich denn jetzt machen? Nur eine Axt. Fünf Stein und nur eine Axt. Yay, ich habe was kaputt gemacht. Dann muss es wieder heile machen. So schlimm ist das nicht. Also, wenn es schlimm ist, kommt Pflaster drauf. So. Du kannst auch ganz schnell wieder heile machen. Das war einfach nur ein Feldabgebot. So musst du das. So. Eine komplette Erde abgebaut. Na, das ist auch nicht schlecht. Warst du sehr fleißig also. Ja. Ich habe jetzt mal einen Moment pausiert, vielleicht. Ne, jetzt ist immer noch nicht so perfekt. Die Animation kommt ja irgendwie ein bisschen. Ja, das meine ich ja. Flüssig gerade im Moment.
Also so sieht alles noch okay aus. Ja, ich guck ja. Deswegen sagte ich ja gerade, bei mir sieht eigentlich alles normal aus am Ja, ich Handy. laufe auch da drüber und gucke auch, wann ungefähr jetzt welcher Klickton kommt, wegen aufgesammelt oder nicht aufgesammelt. Gibt ja auch so einen kleinen Klickton dann immer, so als Ja. Bestätigung. Und das geht mittlerweile halbwegs. Das war intelligent. Was war los? Statt Strohballen wollte ich Brote machen. Das war intelligent. Ja, machst du Strohballen wieder klein? Geht ja. Hä? Nein, ich wollte gar kein Brot machen. Ich wollte Strohballen machen. Ach so. Statt Strohballen habe ich Brot gemacht. Also wenn du 5 Brote haben willst, kannst du mir Ja, immer her. haben. Ich komme mal wieder rüber. Wird übrigens auch wieder dunkel. Ich glaube, ich verziehe mich wieder rein. Wir 5 Brote mal nehmen. Hatten wir jetzt eigentlich schon so und so viele Nächte wieder hinter uns, Weiß ich oder? nicht. Ja, Aber dann ich sollte bin ich besser jetzt vorne bei reingehen. den Pferden. Ja, ich komme zu unserer Base rüber, Ja, geh Leute. ruhig durch den U-Bahn-Tunnel. Ich bin schon über Land. Ich bin schon über Land aktiv. Kann ich nämlich noch Ja. einen Setzling einsammeln? Ich wollte nämlich hinten bei uns in der Man kann ja nie genug Schwarzeichen-Setzlinge haben, sage ich mir Pferde, mal. die Pferdeboxen eben mit Heuballen auslegen. Ich weiß es Okay. nicht, ob wir da noch was im Phantom hatten. Deswegen frage Man ich muss ja. dazu sagen, wir haben jetzt bis auf, ich glaube, gestern nicht wirklich Minecraft gespielt. Wo bist du denn jetzt? Ich bin bei den Pferden. Na gut. Also, ich höre schon Phantom, glaube ich. Ich habe ein Pferd gehört. So, kann auch das gewesen sein. Ja gut, dann war es wohl ein Pferd. So, ich komme rüber. Nächste Box. Gucken, wie viele Boxen ich jetzt ausgelegt kriege. So. Bin jetzt auch hier drin. Ja, zweite Box. Da gehe ich dann lieber auf Nummer sicher. Oh, das war der verkehrte. Ich jetzt irgendwie einen anderen Stein noch da? Okay, die kam ein bisschen später. Animation. Ja, das kennen wir jetzt schon. Ach, was soll der Geiz? Oh, da hinten Enderman draußen rum. Ja, das sind wir. Und wie weit kriege ich die jetzt fertig? Oh, ist er hier reingekommen? Soll ich mal mit dem anlegen? Okay, hier fehlt ein bisschen. Ja, ich lege mich nicht mit rein. Hehe. Okay, das war doch keine gute Idee. Er bleibt da stehen. Guck Wo mal, ist bewegt der? er sich bei dir? Gegenüber von mir in der Box. Hinter Ich dir. sehe ihn nicht. Hinter dir. Gegenüber ist So. hinter mir. Ah, doch. Dann ist okay. Oder auf Stroh bewegen die sich langsamer. Das kann auch sein. Wer kam hier nicht durch? Keine Ahnung. Also meckern tut er noch. Sehr eigenartig. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Unser Kreuzbaum steht auch noch so schön, wie er ist. Ja, der kann auch stehen bleiben. Ja, ist ja schon unser Kreuzbaum, ne? Wie viele Boxen hatte ich jetzt fertig? Alle, glaube ich. 1, 2, 3 und die 4. Und die nicht. Ja, du brauchtest ja noch Stroh. So. Zwei brauchst du noch. Ja, und Warte. hier, die fehlt noch ein Dunk. Stück. Komm, Besuch. Okay. So. Oh, der Kartoffel gedroppt. Ich habe 30 Level. Ja, schön, ich sieben. Ich versuchte gleich wieder einen Brot zu machen auf Unendlichkeit. Ach, musst du nicht. Das kann ich auch selber Sobald der versuchen. erste hier Level 30 hat, versuchen wir das. Haben wir hier irgendwo ein Pferd mit Saturn hier da vorne? Ich gucke, dass ich noch ein bisschen Heu hinkriege. Das ist Ich oben habe in der schon gerade Ranch. abgefahren. Ja, yeah, aber es muss ja immer jemand da sein, damit das auch weiter Ja, das wächst doch nachwächst. nach. Ich bin doch direkt in der Nähe. Ich jetzt auch. Da ist aber noch Ach nichts. Mensch, diese Sch.
Knöpfe hier. Ich mach da Nebel hin. Eins. Da kann doch nichts nachwachsen, weil ich es erst gerade. Habe ich bei mir eigentlich Maximallautstärke schon drauf? Hihi, da haben wir daneben geschossen. Haha. Idiot. So. Bist du wieder freundlich? Was immer. Denn ich hab doch gerade das Feld geerntet. Ja, dann ist okay. Pferd, bleib. Alter, bleib doch mal stehen! So. Blöder Zossen, bleib doch mal stehen jetzt. Ach, der ist noch nicht gezähmt. Na, deswegen bleibt er auch nicht stehen. So, jetzt kann es noch ein bisschen schneller wachsen, bald stehe ich hier direkt dabei. Ach so, kleine Information am Rande. Hm. Wenn ich gerade das Engelchen hier draußen rumwitzen und wedeln sehe. Ich spiele derzeit ohne Ressourcenpaket, weil einfach das Tablet sonst so voll ist. Du hast ohne Ressourcenpaket die ganze Zeit gespielt. Nee, ich hätte sonst immer so ein bisschen was davon drin. Faithful, irgendwie. Das habe ich drin. Ja. Nee, ich habe jetzt momentan alles ohne Ressourcenpaket, auch die anderen Projekte, eben weil mein Tablet zu voll ist. Ja, und deshalb da nichts mehr geht. Jetzt weißt du, kann ich noch umpacken. Du hast die ganze Zeit ohne Texture Pack gespielt. Ohne Ressourcenpaket. Nee, ich habe auch mal hier schon mal mitgespielt. Ja, aber mittlerweile nicht mehr. Ja, deswegen sage ich es extra, damit die Leute es auch wissen. Ich spiele die ganze Zeit mit. Ja, du Faithful. Ja, du bist ja bei sowas immer ganz vorne mit dabei. Das hat aber auch eine ganze Zeit lang gebraucht, bis das Spiel das Ressourcenpack angenommen hat. Jo. So. Ja, du hast aber letztens mal einen Shader irgendwie drauf gehabt, ne? Ja, der war aber nicht der Bringer. Ja, das passiert zwischendurch mal, ne? Ja, das Blöde ist halt, du kannst halt beim Original Minecraft am Laptop-PC kannst du halt separat ausschalten. Mhm. Und wenn du es aber jetzt hier auf Pocket-Version spielst, kannst du es nicht separat ausschalten. Das ist das Problem. Und wenn du dann natürlich im Neta bist, ist das natürlich zu. Na komm schon, zu dunkel. Dann halt nicht, dann nehme ich halt das andere Pferd, ist mir auch egal. Pfö. Ne, ich habe mir gedacht, dann komme ich lieber hier in eine Base rein, weil wenn es draußen dunkel ist, kann ich ja eh nicht abholzen. Aber ich gehe dann jetzt auch raus, du sagst ja, du bist hier in der Range, dann passt das schon, ne? Normalerweise müsste das klappen. Ja. Ich guck mal, ob ich hier noch was zu essen großartig finde. Ah, ich habe noch 20 Kartoffeln, das ist gut. Die, also drei Boxen fehlen noch. Hallo Tom. Hi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 3 sind 15. 15, 15 sind 30. Hast du es wieder auswendig gelernt? 32, 34, 35 Heuballen brauchen wir noch. Ja. So, jetzt kommt aber vom Eigentlichen ab, was ich eigentlich machen wollte. Ich bin schon überlegen, ob ich zusätzlich hier draußen noch mal schnell eine Farmfläche anlege. Nein, um Gottes Willen, wir haben doch. Das braucht halt seine Zeit, mein Gott. Naja, aber wenn wir das so anlegen, dann haben wir ja, schneller. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, warum soll ich jetzt wieder draußen eine Farmfläche anlegen? Die muss ich dann hinterher wieder wegmachen. Das ist ja auch kein Hexenwerk, das geht auch schnell. Einfach nur das Wasser stilllegen und fertig ist. Kümmert sich die Natur drum. Ist der hier noch da? Jo, der ist noch da. Wer ist noch da? Gunnar. Jetzt war mal kurz das Bild durchsichtig. Oh, krieg Besuch. Besuch von das Spinnchen. Jupp. Da trinkt man sich lieber ein Pinnchen. Spinnemann. Achso, kleiner Tipp. Wenn Illager auftauchen, wegbleiben, weil ich glaube nicht, dass wir heute einen Kampf mit der Illager gut machen können. Ich hab keinen Bock heute. Ne? Ich hatte das gestern schon. Achtung, Engelchen, Tom hat was geschrieben. Ja, bin ich mal bei Facebook, hat er geschrieben. Oh, warum das denn nicht? Wie kommt das denn? So. Okay, Taktik 3 funktioniert. Einfach mal rumherspringen. Och, schade. Ich fand die Hunde, immer die Hunde-Videos und Bildchen immer süß. Das stimmt. Da ist irgendwie ein Fan von gewesen. Irgendwie fand ich die mal niedlich.
sind doch tolle Sachen dabei gewesen. Boah, man wusste mal sofort, wer es gepostet hat. Ja. Was machst du da? Wie heißt das Vieh nochmal? Skelett. Ich habe geguckt, ob das jetzt besser und Zeit nachher wieder ist mit den Abschießen von den Zombies und so. Ja, Moment. So, ja, hier ist noch ein Setzling, den krall ich mir. Und werde nach und nach überall verschwinden. Wieso das denn? Hast du mit jemandem Ärger bekommen oder irgendwie Ups. Was? Weil kann ich mir gar nicht vorstellen, dass... Das wäre schade, wenn du aus Facebook verschwinden würdest. Dann wird auf jeden Fall was fehlen. Jo. So, jetzt habe ich wieder 7 Setzlinge, das ist gut. Ach, bist du bei der Monsterfarm? Nee, ich suche gerade Schafe. War nicht bei uns hinten eine Weide? Ja, aber ich habe doch nur 2 Wolle bekommen. 2 Weiße. So. Brauche ein bisschen mehr Wolle. Jo. Ich glaube, auf freier Fläche findet man auch teilweise ein bisschen mehr. Das stimmt. Irgendwelchen beobachtet ja den Chat, denke ich mal, zwischendurch. Nicht sofort, aber zwischendurch. Ich bin da schon weg von Facebook, schreibt er. Oh, schade. Frage ich nur irgendwie, warum. Muss aber mal ein bisschen drauf achten. Aber Tom hat ja auch seine Gründe, wenn er irgendwas macht. Von daher denke ich mal, dass da irgendwie auch was ist. Ist natürlich schade. Ich meine, ich bin nicht einer, die jetzt jeden Tag was bei Facebook postet. Aber ja, ich schon eher. Ja. Von WhatsApp willst du auch verschwinden. Das ist aber ein bisschen sehr viel, du. Und warum, wenn man fragen darf? Wenn. Ich frage ja jetzt, ob ich fragen darf. Und es hängt wieder. Sehr gut. Ja, hängen ist nie gut, aber ich weiß, wie du es meinst. Das ist doch doof. Das hat jetzt eine ganze Zeit lang funktioniert, jetzt fängt es wieder an rumzublöken. Ja, hier ist bei mir auch gerade wieder. Ein Apfel. Jetzt darf ich mir gleich noch eine neue Axt machen. Ist das herrlich. So. So. Kahlschlag betreibe ich zurzeit komplett. Schreibt er. Oha. Hoffentlich nicht bei den Tieren. Ich hoffe, dass da alles okay ist. Kahlschlag ist nie gut. So. Ich pack dir mal ein bisschen Holz unten auch rein, Engelchen, ne? Oh, ja. Hängt es bei dir so extrem? Ach ja, ich wollte ja noch. Ich hab den Boden abgebaut. Den Quarzboden. So, jetzt muss ich erstmal in Ruhe nachdenken. Jetzt muss ich nach oben hin, genau. Verzettel mich heute hier, das ist ein Traum der schlaflosen Nächte. Mhm. Warum hast du denn jetzt hier nebenan Wolle hingestellt, 2 Stück? Da kommen noch mehr, aber ich habe jetzt gerade keine Wolle. Warum das? Weil ich da dran schreiben will, was wir benötigen als Spende. Mhm. Für die anderen. So, was machen wir heute? Stimmt, ich wollte mich auch mal hier mit dem Außenbereich kümmern, so langsam. Das heißt, ich brauche Erde. Mehrere Spezialbäume ineinander, das ist auch mal ein Phänomen. Das kann nur Minecraft. Ja? Jo, das stimmt. So. Kaputt. Ja, gut, dass ich mir welche gemacht habe gerade. Ne? Ich habe ja geahnt, dass es nicht lange gut geht. Mehr Zeit hat man so ein Gespür bei Minecraft dafür. Okay.
sind mehr als drei Spezialbäume ineinander gewirrt. Das habe ich auch nie erlebt. Ich bin jetzt schon einiges von Minecraft gewohnt, ja. Im Positiven, aber auch im Negativen. Und da ist wieder was Faszinierendes. Wenn ich die abkürze, kann es einen Moment dauern. Achtung, wenn du die Brücke rüberläufst. Wieso? Die Brücke steht noch. Ja, ist doch gut, dann kommen wir da drüber. Ja, du musst aber immer hopsen, bevor du rüber bist. Mhm. Top. So. Jetzt ich gerade nur noch einen. Das bin ich. Es kann sein, dass nicht so schnell angezeigt wird, auch wegen dem Unwetter. Das kann möglich sein. Aber ich staune schon, dass wir überhaupt so lange streamen können, ohne großartig hier noch mehr Probleme zu haben. Wenn ich mich so an die letzten Unwetter erinnere, was wir dafür starke Probleme haben. Ich kann mich dazu zu Genüge dran erinnern. Aber sich radikal aus allen Social Media Sachen löschen, den Fehler habe ich auch schon mal gemacht vor zig Jahren. Und gut, ich habe es auch hinterher eigentlich bereut. Es war vielleicht mal nötig, aber. Ich habe bisher noch nichts gemacht, also bei manchen ja. Aber nur aus dem Grund, weil dann die auch eingestellt worden sind damals. Hm. Ja gut, das wurde ja eingestellt. Wollte gerade sagen, davon gibt es jetzt aber auch noch ein anderes VZ, das heißt jetzt anders. StudiVZ gab es damals. Ja, ja, alles SchülerVZ, irgendwie was. Ja, da war ich damals auch, aber ich weiß nicht, was war da eigentlich. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht, SchülerVZ. Aber ja gut, ich bin ja auch schon ein paar Klassen älter. Übrigens, wenn man mich jetzt nach meinem Alter fragt, sage ich immer, ja, meinem Alten wird es wohl gut gehen, aber ich weiß auch nicht, was Sache ist. Ich denke mal, dieser Humor ist immer gut angebracht. Aber wenn man dann noch mehr nachbohrt, sage ich, ach, ist doch egal, ändert sich doch eh dieses Jahr. Wenn man mich nach meinem Alter fragt. Ach so. So, ja, bringt doch nichts, ändert sich doch eh jedes Jahr. Ich meine, ich kenne auch noch eine Person, die sich ständig bei Facebook oder ständig ihre Accounts wechselt oder überhaupt nicht mehr dann bei Facebook ist. Ja, das ist aber eine weibliche Person. Ja, ist eine weibliche Person, alles gut. Muss man dazu sagen, also, ne? Also ich glaube, bei Facebook habe ich mich bis jetzt, glaube ich, noch nie gelöscht. Ja, ich schon. Doch, ich habe mich schon mal gelöscht. Das war nach einer Trennung. Oder während einer Beziehung, weil ich gesagt habe, es gab so viel Hate-Kommentare. Da habe ich gesagt, gibt's nicht mehr, sehe ich nicht mehr ein, mache ich meine Seele nicht mehr mit kaputt. Okay. Ja, und dann war die Beziehung dann auch vorbei. Und dann habe ich gesagt, kommt, gucke ich mal nach, wie sich das verändert hat. Ja, und dann ist die Verwandtschaft direkt darauf aufmerksam geworden. Als sie wohl gesehen haben, Name ist wieder da oder sowas. Und dann, hey, und dann kommen die ersten ehemaligen Schulkameraden und sowas, die sich dann neu angemeldet haben mit Arbeitskollegen. Und ja, um dann informiert zu bleiben, habe ich gesagt, okay, wage ich es nochmal. Und bleibt dann doch drin bei Facebook. Und so ist es noch geblieben. Und dann kam, nachdem ich dann mehr mit Jack Tango gemacht habe, um meine Sachen ein bisschen zu pushen, habe ich dann auch die Jack Tango-Seite erstellt, damals. Ja, und bei mir, ganz ehrlich, war es einfach nur daraus Grund, beruflich bedingt. Ja, so war es bei mir eigentlich auch. Beruflich bedingt, dass ich dann gesagt habe, komm, gehe ich rein, weil wir da auch eine Gruppe hatten. In der Gruppe bin ich immer noch, so ist es nicht. Ja, und eben, weil wir damals von der Arbeit auch eine Gruppe haben, hatten,
Deswegen bin ich dann auch ja wieder zurückgekehrt, kann man sagen, zu Facebook. Das war eigentlich Sonst der wäre ich vielleicht sogar weggeblieben. hauptausschlaggebende Grund, warum ich bei Facebook bin. Wäre ich jetzt, sage ich mal, jetzt nicht da gewesen, wäre ich auch nicht, ganz ehrlich, wäre ich wahrscheinlich viel, viel später erst bei Facebook rein. Ja, Weil mich ja. das einfach nicht interessiert hat. Ist ja auch in Ordnung. So, jetzt den Vorplatz. Wie machen wir den So, aber ist Vorplatz? natürlich schade, wenn sowas ist, ne? Jupp. Reisen sollte man nicht aufhören. Nö, jeder muss dann irgendwann mal wissen, was das Beste für einen ist. Und wenn es halt so eine Ja, radikale Sache außerdem ist, dann normalerweise, ist wenn das ich halt die so. Schnauze von Facebook voll habe, dann gehe ich auch nicht rein. Man kann auch sein Profil so mal für eine Zeit deaktivieren. Das geht auch bei Instagram. Oder wenn man zum Beispiel verstorben ist, kann man ja so Nachlassregelungen machen dafür. Das ist ja auch was relativ Neues und was ich auch gut finde. Weiß ich auch. Weil es kann ja wirklich mal ernstvoll eintreten, dass du dann abgesichert bist und weißt, auch wenn ich nicht mehr lebendig dabei bin, bin ich durch Person Ah. XY. So lassen wir jetzt dabei. Hingefallen. Merkt das schon. Ah, hier muss ich springen. Na Nee, muss nicht mehr. Ja, ich gut. habe das jetzt So. gerade offen gemacht, deswegen. Ja, Ups. ich bin jetzt hingekommen, weil es wird dunkel und ich weiß nicht Puff. wegen Phantome. Muss aktuell musst du gerade etwas springen, ja. Ich mach das jetzt gleich wieder zu. Du kannst das auch so machen, Engelchen, dass du da, wer ist nochmal, Sachen hinmachst. Und wenn dann ein Zombie hier durchläuft, dass du auf den Knopf drückst und die fallen runter wie eine Falltür. Ich glaube, da war eine Kiste von uns. Oh. Ups. Ich glaube, wir haben hier mal eine geheime Kiste drunter gemacht. Das kann sein. Hast du sie gesehen, nur, ne? Ne, ich habe nichts gesehen. Ich war Dann im ist Kopf hier okay. vorne. Dann habe ich sie nur gesehen, das ist gut. Wir haben immer Ja, du hast neu. Pech, aber ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, mich selbst zu löschen, also. Also sagen wir es mal so, ich kenne auch Leute, die werden grundsätzlich von Facebook stumm geschaltet, gelöscht Ja, oder da muss sonst man was. aber sagen, die werden wirklich von Facebook gelöscht, jetzt nicht, weil du sie löscht. Ja, sicher. Bei manchen kann man es verstehen, wenn es jetzt zum Beispiel so Fake-Profile sind mit pornografischem Hintergrund und Mobbing oder Belästigung und sowas, dann kann man verstehen, dass die Leute auch gesperrt werden. Das muss man dann ganz klar sagen. Das ist dann verständlich für alle. Was? So, hab jetzt mal eine verzauberte Schippe gekriegt. Ui. Gucken, was da drauf ist. Haltbarkeit 1. Ja, herrlich. Effizienz war super. Wollte ich gerade sagen, Effizienz wäre jetzt Gold wert. Da wäre ich auch mal für. Ich gucke auch mal, ob ich unten bei den Ertrunkenen immer mal zwischendurch etwas finde, was so dreizackmäßig aussieht. Auf dem Schwert habe ich ja Plünderung drauf. Ja. Und da könnte ich ja eigentlich Glück haben, dass ich sowas abstauben kann. Da ist nämlich unten ein Ertrunkener, der immer zu dir hochlechzt. Weiß ich, ob ich gerade schon gesehen. Nennen wir ihn einfach mal Günther. Hat Günther Pech gehabt. So. So. Das heißt Müll. Schlaf. Sag ich doch. Schlafen habe ich gesagt, nicht Müll. Müll macht ein anderes Tier. Echt? Welches denn?
Ein Hund mit Sprachfehler, Engelchen. Mö macht ein Hund mit Sprachfehler. Manche sagen auch bäh dazu. Oder manche Tiere halten sich für Hunde. Das stimmt auch. Oh, oh, oh. Engelchen, schnell weg, da kommt ein Creeper. Hm? Über Brücke. Ich bin auch nicht fixiert. Weiß nicht, ich renne gerade runter. Mir ist mir gerade der Bogen kaputt gegangen, den ich mir von... Jetzt sag nicht, der ist da wirklich... Nein, der ist nicht explodiert. Eiter. Nein, und hat mir nicht die halbe Fläche kaputt gemacht, die ich gerade gelegt habe. Donnerkeil. Ich hole mal ein bisschen Sand. Ja, wahrscheinlich, wir haben noch. So, Holz habe ich dir schon mal fertig gemacht. Ja, war das gut. Ja, da habe ich jetzt keine mehr. Ich hab doch schon fertig. Na gut. Habe ich noch Kies? Ne, nur Koppel. Haben wir nicht irgendein Material, was schlechter explodiert? Sagtest du nicht gerade, du hast... Ach doch. Also? Doch, stimmt. Ja, das Problem ist, das könnte man ausschalten. Ja, dafür müsste man aber die Cheats anmachen. Ja gut, das haben wir nicht. Das können wir nicht. So, jetzt komme ich da. Jetzt habe ich einen anderen Bogen mir geschnappt. Hehe, der war jetzt auf dem nassen Weg. Ich wundere mich, dass noch keine Phantome da sind. So, ich schütze dich mal so ein bisschen. Das ist aber auch alles in der Tasche, ne? Hier fehlt noch ein Glasblock. Ich weiß. Und ich hatte das noch in der Tasche, ich habe vorhin gerade aus der Tube rausgenommen. So. Das ist die geheime Truhe, die ich gerade wiedergefunden habe. Ja, dann. Anbei wollte ich mich nochmal bedanken, dass wir hier live aus dem Realm streamen dürfen. Und ja, hätte ja auch sein können, dass der Inhaber, der Stoffel, sagt, nein, ich möchte das nicht. Von daher sagen wir danke, dass wir dürfen. Nicht zugestimmt. Ja, deswegen, dann bedanke ich mich natürlich auch noch bei allen anderen auch, die dabei sind, im Hintergrund, die nicht gezeigt werden. Wir werden nicht jetzt jedes Haus einzeln zeigen. Nee, sollen wir auch nicht. Ne? Die haben ja auch gesagt, teilweise kommen. Weiß ich nicht. Also ich habe nachgefragt, ich sage, es geht nicht darum, dass wir eure Häuser zeigen wollen. Ich sage, es geht einfach nur darum... Hier, das zu zeigen, was auch wir bauen. Genau. So. Dafür brauche ich noch Wolle. Wolle wollen reinlassen. Wenn da jetzt mal jetzt, wie jetzt beispielsweise die Burgmauer drauf ist, dann kann ich es nicht ändern. Das stimmt. Dann ist das nochmal so. Ach, da unten ist nächste. Wo? Da. Da hinten. Ich hab's erwischt. Ich hab sie wieder erwischt. Ich hab sie nochmal erwischt. Du hast sie erledigt. Guck mal, da tust du immer ein. Wo ist denn jetzt ertrunken hin? Na, geh du mal wegen der Hexe da unten. Die Hexe ist doch schon tot. Ja, wegen den Items. Kannst du doch machen, du brauchst doch die Level. Na gut. So. Ja gut, viel hat sie nicht hinterlassen. Ja, aber wenigstens die Level. Jo. So, so jetzt komme ich mit meinem PC rum. Dann werde ich jetzt mal hier hochkraxeln.
So. Die Brücke wird ja auch noch anders. Na, Spinne? Ist es ein der oder ein die Spinne? Weiß ich nicht. Hast du nicht drauf geachtet, ne? Ich auch nicht. Tisch. So. So, jetzt hau ich noch ein paar Fichten hier hin. Siehst du irgendwo Schafe bei dir noch hier? Moment. Weiße. Ich guck mal Richtung Dorf. Richtung Dorffläche. Hier ist irgendwie was weggekommen oder so. Keine Ahnung. Das brauche ich dann nur ein weißes Schaf. Im Moment sehe ich, das ist ein Huhn da vorne. Hier ist ein weißes Schaf. Okay, komm. Komm Richtung Burgturm. Ja, ich weiß, ich hab's. Ich bin da hinter dir. Nö, ist noggelisch. 1, 2, 3, 4 brauche ich. Nö, ist es viel noggisch. Oh, guck mal, hier ist nochmal ein Bienenstock gewachsen. Hab ich gerade gesehen schon. Hey, herrlich. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Über sowas freue ich mich. Das sind so Kleinigkeiten, über die ich mich richtig freue. Und vor allem, da habe ich diesmal nicht gezielt nach gefahren. Ein Birkenbaum. Ja. Nee, ich suche danach auch nicht, weil im Endeffekt ist die Chance so und so. Und ich baue einfach, wir stellen dann einfach Setzlinge hin, bis es dann irgendwann klappt. Und wenn es dann klappt, ist doch gut. Das gefällt mir aber so nicht. So, jetzt habe ich hier so viele Bäume gesetzt. Ja. Wenn die alle was werden ganz schnell, dann haben wir, glaube ich, für die nächsten 70 Projekte genug Holz hier. So, dann brauche ich nur noch Schilder habe ich irgendwo unten gerade in der Vorrang und Tagesweise. Damit das ein Schildbürgerstreich wird, du. Nein, ich will nur draufschreiben, was für Materialien benötigt werden. Da kommt einiges auf jeden Fall zusammen. Also Holz sorge ich schon genug für. Ja, es ist ja nicht nur Holz, ne? Wenn es danach geht. Ach, guck mal, hier ist ein Trader. Ich guck mal, was der handelt. Weil Urwaldbaum haben wir noch nicht. Das stimmt. Und das könnten wir gegebenenfalls gebrauchen. Ne, nix dabei. Nix. Nix dabei. Auch kein Bambus. Oh. Ja, die Animation dauert auch wieder jahrelang hier. Ich bin gerade unten, also nein. Jetzt auch nicht darum geht die Animation schneller. Ich bin gerade an der Kiste, rollen gerade Sachen da rein. Das kann ich dir nicht sagen, ob es bei mir gerade schneller funktioniert. Ach ja. Also bei mir sieht es aus, als ob es bei dir flüssig läuft. Naja, flüssig ist bei mir anders. Flüssig ist zeitnah. Ja, ich glaube, das liegt aber auch an mir. Die ist nämlich auch schon relativ viel gebaut worden. Ja, das allein wir mit unserer U-Bahn jetzt hier. Dann bei uns die Fläche drüben. Ja, dann kommen ja auch die ganzen Redstone-Schaltungen und Sachen der anderen hinzu. Ne? Das ist ja auch immer schon eine große Sache. Das muss ja auch alles berechnet werden. Hier war, glaube ich, nichts drin. Und eben dafür, ja, das glaube ich dir. Und gerade dafür ist ein Ream ja auch gut. Dann ist der Speicherplatz. Und man muss dazu sagen, es liegt nicht an mir, dass ich müde bin. Diesmal nicht. Es liegt an ein gewisses Tier. Was noch nicht schlafen ist im Moment. Ja. Drei.
6, dann mache ich hier so ein Dreier hin. Ja, also irgendwie haut das heute auch mit den Holzhacken nicht unbedingt 100% hin. 5, 6, 7. Das ist Minecraft. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manchmal sollte man die, die Updates wirklich mal erst durchprüfen, bevor man sie freigibt. Ja, vorhin das letzte Mal hatten wir das auch schon. 2, 4, grausam. 6, 8, 9. Ja, es braucht dann wieder 3, 4 Tage, bis sie es einpendelt. 5, 6, 7, 8, 9. Nein, das Problem ist, das letzte Mal war es ja schon so. 4, 6 und 8. Das letzte Mal war es ja schon so. Ich meine, jetzt geht das noch. Da bist du ja ständig aus dem Spiel rausgeflogen und keine Ahnung was. Ja. Angeblich soll das ja behoben sein. Bin ich noch nicht von überzeugt, ehrlich gesagt. Es ist toi 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 bis dato noch nicht passiert. Aber es kann immer noch kommen, ne? Ich bin da mal. Lass mich überraschen, sagen wir es mal so. 4, okay, ich brauche neue Schienen. Ich hab gedacht, ich komme damit hin. So, aus den normalen Schienen und dann. Ja, das ist natürlich jetzt eine kleine Schreck- und Schock-Nachricht. Was so? Dass Tom sich da löschen möchte. Ja, ganz ehrlich, man kann es eh nicht ändern. Was soll ich daran ändern können? Naja. Ich meine, ich habe bei mir sogar im Freundeskreis jemand, der tut sich ständig bei Facebook löschen und wieder. Ja, ja. Ich gehe nochmal schieben. Oh. Genau, andersrum gemacht. Okay. Warst du mit dem Kopf wieder woanders, ja? Nee, ich habe es genau andersrum gemacht. Ach so. Machen wir nochmal ein neues Schild. Brauchst du auch ein neues Schild? Ja, das wäre gut, wenn du schon mal dabei bist. 2, 4, 6. Ne, ich frag mal. Moment, ist kaputt gegangen. Oh, meine Schuhe sind fast kaputt. Ich zieh mal. Oh, bei mir ist jetzt kaputt. Oh, jetzt hat wieder den blöden bekloppten Bug, dass ich da meine Schuhe nicht ausziehen kann. Das haben wir schon mal gehabt. Oh, ja, das habe ich ewig. Ich habe gedacht, die hätten jetzt mittlerweile dadurch, dass sie ja geschrieben haben, dass sie Bugs gefixt haben, dass sie endlich den Bug auch gefixt hätten. Nee, da musst du extra hinschreiben. Liebes Minecraft-Team, ich krieg meine Schuhe nicht aus. Schick mir bitte El Bundy. Quatsch, ich hab jetzt andere Schuhe einfach. Ich nehme dann immer andere und wechsle die dann. El Bundy sagt ja was? Das ist nervig, ja. Aber es ist doch nervig, wenn du dann die Schuhe aus... Das hatte ich nämlich das Problem nämlich im Tiger-Dorf. Ja, ist bei Tiger. Oder war das im Neta mit der Pilzfarm? Pilzfarm, meine ich, war das. War es die Pilzfarm im Tiger-Dorf? Oder war das New World? Kann auch New World gewesen sein. Auf jeden Fall hast du beschimpft wie... Auf jeden Fall vorbei war's. Auf jeden Fall hast du beschimpft wie ein Schellendrescher. Auf einer Seite Richtung Bastion, die andere Seite Richtung Pilzfarm. Und bin ja, ich auch über die... Das ist dann das Tiger-Dorf. Über Seelsand gelaufen, hab festgestellt, meine Schuhe sind fast kaputt und kriegte diese dämlichen Schuhe nicht aus. Dann sind sie mir kaputt gegangen, deswegen. Jetzt hätten wir nur mal größer kaufen müssen. 4, nee, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt habe ich die ganze Zeit die El Bundy-Themenmusik im Kopf. Klappt das doch, das müsste klappen. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Immer die Mini-Verzähler. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach in Ruhe. 7, 8, 9. So, jetzt kann das immer durchgelegt werden. Bist du fürs Inventar voll? Ja, klar. Wo bist du denn draußen immer noch? Ja, ich bin noch bei den Bäumen. Ja, das kann man. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schmeiße ich die hier weg, dass ich die Schwarze hinsetzen so. Gefahren kann. Jetzt ist richtig. Was hier die Höhle nochmal auf beiden Seiten nochmal zu verlängern, zu verbreitern. Ach, ich bin doch doof. Und das hast du jetzt aber gesagt.
Ja, ich wollte jetzt sofort mitrechnen, wie viel Sensorschienen und wie viel Antriebsschienen ich brauche. Ach so. Was ist denn jetzt? Ich war das. Ach so. Durst habe ich auch, wenn es danach geht. Ich bin gegen die Zuckerdose gekommen. Ja, ich habe vergessen, dass ich noch Wasser machen musste. Ja. Jetzt kein Wasser gerade aktuell. Haben wir Gott sei Dank eine ganze Leitung voll zu Hause. Ja. Das fand ich auch jetzt vor ein paar Tagen, so, hatte ich ja hier ist da Paluten geguckt. Da sagt er, er trinkt lieber, gestern war das, er trinkt lieber Leitungswasser als mit Kohlensäure, weil mit Kohlensäure muss man mal aufstoßen. Ja, so geht es mir eigentlich auch. Haben wir irgendwo mal einen Stift nehmen? Doch, so, hier. Es wird dunkel. Ich kann dir erstmal Sachen wegbringen. Dann kommen wir in eine U-Bahn rein. Ja. Bist du eigentlich relativ sicher. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr hin. Meine Güte. Wo kommst du denn? Ich glaube, mal deine Banderole hiervon. Ja, ja, mach das mal, mach das mal. Klau dir mal alles, was noch von mir da liegt. Nein, ich will wissen, wie viele Schienen ich brauche. Nur geh auf. Schienen habe ich ja jetzt fertig. Okay, hier ist alles voll. Toll. Hier unten in der Dings ist aber noch was frei. Ich brauche einmal Antriebsschienen. Ich schmeiß jetzt das Holz in den U-Bahn-Stationen-Tunnel rein. Truhe rein. Boah, schmeiß es für die U-Bahn rein. Ja, meine ich ja. Und Detektorschienen. Ich schmeiß da auch. Ach nee, einen Koppel, den brauche ich noch. Detektor. Ne? Ja. So. Das wird hier unten einsortiert, hast du gesagt, ne? Das geht runter in eine Doppelkiste und wird da gesammelt. Dann ist das gut. Heißt, wenn irgendeiner jetzt ins Liter gehen würde, Schwarzstein sammeln würde, dran schreibe, was jetzt noch fehlt. Da wird einiges noch kommen. Oh, Schande. Was? Ach, nix. Legst du dich schon wieder mit dem Monster an? Ja, war ein Creeper hinter mir, ja. Aber diesmal habe ich keine Lust, dass der hier auf Dings hochgeht. Oh, ne, nicht nochmal Heile machen. Deswegen, ja. Dann kannst du die Brücke Heile machen. Nee, ich merke nur gerade, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist doof. Oh, aber jetzt kommt er gerade zur Treppe hoch, wo ich gerade bin, bei Fleischspinne. Schnell runter, bevor der Boom macht. Katschi, nein, das soll ich mal machen. Boom! Ja, okay. Deswegen, ja. Weil das ist fremdes Eigentum, das sollte nicht kaputt gehen in meinen Augen. Quatsch. Gut, man kann alles wieder fixen, reparieren, stimmt ja, aber es muss ja nicht sein unbedingt, ne, dass hier... Brauchst du Hilfe? Kommst du noch auf die Idee? Ja, noch bin ich unten. Noch bin ich nicht am Durchziehen, wie viel ich von was brauche. So, hast du mir eigentlich mein Schild schon zugeworfen? Natürlich nicht. Ich war doch noch gar nicht bei dir. Ja, deswegen ja. Wie soll ich dir zugeschmissen? Du bist lustig. Ja. Wo bist du? Stirb. So. Komm her. Okay. Wo ist denn der jetzt noch da? Geh weg. Geh doch da weg. Ja, gut. Meine Güte, nee. Ach, nun dann. Komm her jetzt. Ja, mach ich. Ich dir hier auf der Brücke das Schild hin. Das musste ich mich aber auch erstmal wieder regenerieren. Ich bin hinter dir gleich, aber ich kümmere mich schon drum. Okay, also ich glaube, die Brücke hat keinen Schaden genommen. Erstmal jetzt was schnabulieren. Von da hinten, ich habe das genommen. Irgendwie hängt das hier total. Ja, das... Jetzt gucke ich mal, ob der Creeper hier immer noch hier oben rumlungert. Ne, der ist wohl verschwindibus. Gott sei Dank. So. Wo ist meine blöde Patrone? Bin ich höher? Da. Da unten. Unter dir jetzt. So, andere Seite. Also da dranbleiben. Jo. Achte mal bitte auf mich hin. Ja, das. Wir bekommen gerade Besuch. Oh, zwei Trommel sogar, cool. So. Ey. Freunde. Irgendwie hinter dir, hinter dir. Ich schlage drauf und es passiert rein gar nichts. Was soll denn dieser Kappes? Ja, super.
Es ist doch was für ein Arsch. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so deutlich sage, aber es ist doch wahr. Lass mich raten, die Hälfte meiner Sachen ist im Wasser. Weiß ich nicht. Stürme auf der Brücke, keine Ahnung. Ich komme über den Wasserweg rüber. Danke für den Boost. So. Hier oben sind gar keine Sachen von mir. Kommen jetzt hier das Skelett hat einen Dorfbewohner abgeschossen. Ja, dann krieg ich das Skelett jetzt hoch. Zwei so. Dorfbewohner-Zombies gegen ein Skelett. Ja, das ist natürlich eine tolle Mischung. Und wer hat gewonnen, die Dorfbewohner-Zombies? Team B also. Ist da ein Baum drin gewachsen? Ja. Jo, da ist ein Baum drin. Ja, was? Ein Skelett. Ach so. Ich denke mal, meine EPs hast du alle eingesammelt. Nein. Weil die sind nicht da gewesen. Ich war weit genug weg eigentlich. Ja. Vorsicht, geh weg, da weg, da weg, da weg, was da denn, weg. Wo denn, was denn, was denn? Deswegen. Achtung, fliegt dann auf ein. Das hängt die wieder göttlicherweise. Ja, das macht so keinen Spaß, ne? Nur, ne? Bis jetzt nicht. Ich lasse mir auch nicht folgen, da bin ich ja ganz eitel drin. Ja, nicht mehr. So. So, jetzt darf ich endlich zählen, ja. Ich stelle mich auch jetzt hier in Sicherheit rein erstmal. So, eine Antriebsschiene. Ganz einfach. Zwei Detektor, eine Antrieb. Zwei. Detektor, ein Antrieb. Eins, zwei, eins. Eins, zwei, eins. Ich weiß zumindest gleich, was ich brauche. Eins, eins. So, dann jetzt hier eine Kurve. Eins, zwei, eins. 2, 3, 4, 2. So, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Wieder 2 davon, einer davon. Ich wundere, dass noch keine Phantomen bei dir kommen. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nö, Moment noch nicht, weil ich ja unter Tage bin. Ja, normal kreisen sie aber auch über Tage dafür. 1, 2, 1. Nee, wenn sie mich so. Nicht sehen, nicht unbedingt. 1, 2. Ja, gut, dann 1. Ist das so. So. Mach du mal Lärm im Hintergrund, hast du recht. Genau. Eine Limonadendose aufmachen. So, 15, 15. 15, 13, 18, 15, 20, 30, 32, 18 Antriebsschienen und 32 Detektorschienen. So, und wie baue ich die jetzt? Okay. Ich gehe mal übrigens nach oben hin nach Fleischbin, ob der jetzt bei sich da weitergemacht hat. Keine Ahnung. Also er war das eine Mal letzte Woche oder wann, als wir gefragt haben wegen Dings Online einmal. Ja, der hatte vor, da bei sich was zu verändern und das gucke ich mir doch gleich mal an, weil das darf ich ja auch zeigen. So, Antriebsschiene. Oh ja. Eins, zwei, so, eins. Hat doch schon was. Und sechs Gold. Mhm. Ein Redstone. Ein Stick. Mhm. Dann hier hingebastelt. Sechs Eisen. Das so weiß ich immer noch nicht, aber ich denke mal irgendwann, nee, da gehe ich nicht rein, auch wenn die Tür auf ist.
Da ist Privatsphäre. Und nur dein Beruf. Gesundheit. So. Guck. So, jetzt wird es auch wieder hell. Was brauche ich dafür? Jetzt muss ich mir das essen. Mein Katz brauche ich so viel für Eisen. Warte mal, das kann ich machen. Ich glaube, dafür müsste das Eisen noch reichen. So, dann werde ich jetzt auch mal sofort wieder weiter drauf loshacken. So, ein Minecart haben wir schon mal. So, erstmal die Hackordnung wieder anfangen. Ja, ich muss also mal anfangen, die Antriebsschienen zu machen. Jo, kannst du ja. Mach das in Ruhe und dann wird das. Warte mal, ich eben bei uns. Weil am Anfang habe ich das wirklich so gemacht, dass ich drunter, unter den Antriebsschienen, Redstone-Licht habe. Und mittlerweile habe ich mir das mal, ich weiß nicht, wo ich das abgeguckt habe. Mache ich mittlerweile Detektorschiene, Antriebsschiene, Detektorschiene. Ja, ist auch gut. Manchmal braucht man das ja auch. Weil dann funktioniert die nur, wenn das Minecart drüber fährt, weil sonst ist die Dauer an und dann ist das auch nicht gerade angenehm. Ja, das stimmt wohl. Also ich bin es bei uns und es ist hell gerade aktuell draußen, ne? Ja, ja, ich weiß. Deswegen bin ich auch schon wieder am Hacken. Ach so, du wartest dann, bis es hell ist und dann gehst du wieder raus. Ja, ja. Achso. Nachts bin ich am Kämpfen, tagsüber am Hacken. Achso. Der alltägliche Wahnsinn. So ein Motto, nachts verkrieche ich mich. Genau. Und tagsüber bin ich dann da. Ja, Hühnchen mit zwei Küken, fein. Achso, dann mach ich meine Schühnchen ausziehen. Ne? Ich hoffe, dass ich sie diesmal ausgezogen kriege. Ja, ein Hühnchen mit zwei Küken. Das sieht doch mal knuffig aus. So. Mal jetzt erst einmal hier. Ich guck mal, ich muss noch den zwei Level kriegen, dann mache ich dir die. Hier brauchst du gar nichts zu machen. Das lohnt im Moment bei mir noch nicht. Achso, bitte jetzt nicht ins Lager, aber. Nee, nee, ich bin hier am Holz. Die Fläche. Habe ich eh keine Zeit für, weil ich hier gerade noch am Abpacken bin. Ich wollte es nur gesagt haben, weil ich gerade. Oh, hab ich mich da schon. Also jetzt gerade unten bei uns. Wo drin bin, was du gebaut hast. Ja, kannst ja mal gehen. Ja, ich habe eine Toilette gebaut in Minecraft. Mist, ich habe Gold vergessen. Haha. Das sollen wir nochmal zurücklatschen. Ich brauche Redstone und Gold. Für die Gleise, ne? Und Eisen brauche ich. Ja, dann. Gold haben wir noch nicht so viel, ne? Nee, Gold ist bei uns Mangelware. Glaube ich nicht. Ich könnte auch die Dings mal zusammenstecken. Goldklumpen. Stimmt. Ja, so viel Gold werde ich nicht brauchen. Müssen wir doch noch meins Meter. So viele Antriebsschienen brauche ich jetzt nicht. So. Jetzt wechsle ich mal schnell wieder. Da. Nee, der sollte nicht abgeholzt werden. Plupp. Plupp. Zack. So. Holz hatte ich jetzt ja auch, Holz habe ich doch. Ja, warte. Packe ich eben ein paar Sachen aus dem Inventar raus. Hier sind hier ein paar zu viele Items im Inventar. Das ist bei mir Standard, da ich zu viele Items im Dings drin habe. Ja, das ist bei mir auch mittlerweile Standard, dass ich einfach zu viel drin habe. Und dann mich wundert, dass ich nichts mehr. Dass ich nichts mehr in mein Inventar reinkriege. Ja. So. Davon brauche ich. 18. 6, 6. Na super. Haben wir noch irgendwo Gold? Ich habe jetzt keine Gedanken in meinen Raum reinzulatschen. Nö. In eine Kiste zu latschen. Müssten uns mal. Geschmolzen? Nee, ich hab noch Gold, so ist es nicht. Nur ich hab jetzt keinen Bock, da wieder hinzulatschen, wo ich gerade war. Ach so, deshalb. Ist zu faul. Oh, wir haben was wir heute noch nicht hatten. Hm. Regen. Im Spiel haben wir heute noch keinen Regen gehabt. Okay, muss doch zum Raum nochmal. Ich muss doch nochmal zur Kiste laufen. Ach so, Engelchen, Frage, ja. Was sagst du eigentlich dazu, dass Lothar Matthäus eventuell neuer Bundestrainer werden will? Ich weiß nur, dass der Löw aufhören will, aber wer jetzt für ihn Nachfolger macht, keine Ahnung. Ja, im Gespräch war auf jeden Fall irgendwie was mit Lothar Matthäus, habe ich wohl gehört. Aber das glaube ich nicht.
Und der Matthäus hat für mich nicht die Qualifizierung irgendwie. Ja gut, die Qualifizierung schon, weil er selbst Rekordnationalspieler und was weiß ich alles war. Wir wollen Nummer 6. Trotzdem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Lothar Matthäus genauso wenig wie jetzt zum Beispiel Mario Basler. Da können sie besser einen Thorsten Legert anlamieren. Da hätte man wenigstens noch Spaß dabei. War das jetzt falsch? Ach, ich brauche eine Steinbruchplatte. Ohne Steinbruchplatte statt das. Auch Stein haben wir genug überall, meistens auf dem Boden. Ja, so wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, Lothar Matthäus als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Tut mir leid, also da kann ich mir tausend andere Sachen lieber vorstellen. Ich habe keine Ahnung, ich muss dazu sagen, normalerweise gucke ich auch keinen Fußball, weil das sind für mich keine Ahnung, wie viele Leute, die hinter einem groben Ball herlaufen und noch niemals das Runde ins Eckige schaffen zu treffen. Da gucke ich lieber, ja, Handball ist halt ein bisschen kleiner, jetzt das Feld Handball ist kleiner und die treffen auch meistenteils das Tor. Ich wollte gerade sagen, und Handball sind auch ein paar Deppen, die sich gegenseitig einen Ball zuwerfen. Ja, aber die treffen das Tor wenigstens. Ja, nicht immer, also manchmal ist auch jemand im Weg. Platten, wie kriegen wir mal Steinbruchplatten? Nee, so bestimmt nicht. So, ich mache jetzt erstmal 4. Gucken, ob ich mit 4 weiterkomme. Ich könnte mich ja auch Spaß mal bewerben für den Nationaltrainer. Für den Posten. Ich glaube, das wäre lustig. Muss ich ja vorstellen. Nee, weiß nicht, ob so. Ich wollte es gerade sagen. Bundestrainer der Nationalmannschaft, Jack Tengo, das wäre es doch noch was. Okay, ich habe jetzt etwas zu viele gemacht. Ich habe jetzt schon 32, 48. Na dann. Aber muss ich dir mal vorstellen, ne? Ich mache den Nationaltrainer, das wäre lustig. Ich glaube, da hätte die Gurkentruppe mal was zu lachen. Das Einzige, was ich, wie gesagt, mitbekommen habe, ist nur, dass sie jetzt die letzten Spiele mal wieder verloren haben. Ja. So hat 90% zumindest. Ja. Ja, es war es war absehbar, dass der Löw irgendwann zurücktritt. Ja, und wegen Zurücktreten fällt mir auch noch ein Thema ein. RTL, Dieter Bohlen. Das hast du auch mitgekriegt, denke ich mal irgendwie. Ja, das habe ich mitgekriegt. Dieter Bohlen möchte auch aufhören mit seinen DSDS-Gedöns. Ja. Aber das hat man auch schon vor 2 Jahren gesagt, ne? Irgendwie. Ja. Aber das wiederum finde ich traurig, dass er aufhört. Ja, und ich meine, er kann so gemein und fies und was weiß ich sein, wie man möchte. Aber er hat wenigstens davon Ahnung von dem, was er sagt. Das stimmt. Da kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Also er hat wenigstens Ahnung von dem, was er spricht. Ich meine, gut, ihm wurde jetzt über die Zeit auf gut Deutsch den Mund verboten. Weil ich habe mir die Anfänge der Staffeln angeguckt. Ich meine, ich gucke mir jetzt seit 2, 3 Jahren die Staffel nicht mehr regelmäßig an. Weil es mir einfach zu blöd geworden ist. Ja. Und am Anfang war das ja noch so, dass er noch relativ eigentlich das sagen durfte, was er sagen wollte. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, wurde ihm das einfach so nach dem Motto, wie wurde er zensiert. Heißt, dass er halt nicht mehr alles sagen durfte, das, was er eigentlich denkt. Ja, ja. Und das finde ich wiederum ein bisschen schade. Ja, will man Expertise haben oder eben nicht. Ja. Und ich manche mein, Sachen waren wirklich ein bisschen sehr beleidigend. Wirklich, normalerweise gucke ich die Staffeln überhaupt nicht. Diese Staffel habe ich jetzt nur so ein bisschen beiläufig mitverfolgt, aber ich finde gerade, ich nenne jetzt keine Namen, aber es ist ein Kandidat dabei, wo ich mir denke, ganz ehrlich, der klaut den Leuten, die es eigentlich verdient haben, weiterzukommen, die Plätze, weil er nicht singen kann und sich anhört wie ein elektrischer Rasierapparat. Ja, die Person, die, wo ich immer gerne sage, hat irgendwie so leicht psychischen Züge. Ja, aber man denkt sich dann aber auf andere Art und Weise wieder, der unterhält aber trotzdem die Leute dadurch. Ist ja wohl damals Menderes. Ja, das sind so die Sachen. Der hat die Leute dadurch unterhalten und der hat sich echt in den Jahren, wie er da die ganze Zeit ständig da aufgetaucht ist, sich irgendwie verändert immer. Äußerlich. Ja, er hat sich selbst neu erfunden, er hat sich die Zähne machen lassen und alles Mögliche. Und guck mal, er hat auch Dschungelkönig, ist er ruhig geworden, weil er gezeigt hat, er hat doch was drauf.
Er ist zwar irgendwo der Lovely Loser, wie man so schön sagt. Ich habe auch gedacht, wie kann man nur so, na, wie, da würde ich mich doch schämen, mich dazu bewerben. Aber ich fand das irgendwie jedes Jahr irgendwann so ein Highlight. Ja, das ist ja extra so aufgezogen worden. Und er war praktisch so der kleine geheime Held. Ist der kleine geheime Held. Von der Staffel ist er auch. Nee, der taucht auch nicht mehr auf, er wollte es nicht mehr. Aber das macht er dann von sich aus. Dann war jetzt auch schon sein Alter und hat gesagt, komm, ich mach den Spaß jetzt nicht mehr mit. Ich fand es immer lustig. Ja, yeah, das war immer so das Highlight. Wo taucht er jetzt auf und kommt er dies ja doch wieder und Kindes und welches? Er hat ja praktisch Kultstatus erreicht dadurch. Mhm. Prominenten Status dadurch. Ja, sicher, sicher. Ja, ja, er hat halt auch versucht, seine eigenen Singles da aufzunehmen. Das habe ich wohl auch noch mitgekriegt. Okay, das war ein Satz mit extra Nix. Ja, wie gesagt, es ist doch schon immer interessant gewesen, was da passiert ist. Hm. Haben wir irgendwo noch Grad? Und eine große, nee, glaub nicht. Und eine große deutsche Zeitung hat auch geschrieben, meine ich, der womögliche, aber jetzt nur womögliche, nicht als er wird es, ne? Hm. Florian Silbereisen. Ja, das habe ich heute gelesen, allerdings muss ich dazu sagen. Ob er jetzt wirklich da jetzt so ein neuer Juror wird, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Es ist auch die Frage, ist das jetzt schon richtig dementsprechend amtlich, dass er wirklich jetzt auch. Ja, deswegen sage ich, er möchte. Also, das ist wohl ist die Frage, ne? Ich denke mal schon. Amtlich ist. Ich meine, klar, ich hab's auch gelesen, so ist es nicht. Ich finde, dann fehlt der Show etwas. Und dann geht die Show noch weiter zugrunde. Eben, genauso wie beim Supertalent. Da ist es auch dann vorbei. Das war damals das Gleiche, beispielsweise mit Wetten, dass. Damals, als Thomas Gottschalk das noch moderiert hatte. Jetzt geht's hier. Als dann der Unfall war mit dem Samuel Koch, glaube ich, damals. Ja, Samuel Koch hieß er. Wo er dann auch wirklich die Show abgeholt hat, kann ich auch nachvollziehen, sage ich ganz ehrlich. Aber dann hinterher zu sagen, nee, ich moderiere die Show nicht mehr weiter, fand ich ein bisschen, in dem Moment ein bisschen schade. Und als es dann der Markus Lanz übernommen hat, also nachdem habe ich es mir überhaupt nicht mehr angeguckt, weil es mir einfach vom Content her schon nicht mehr gefallen hat. Ja, dann war es vorbei. Irgendwie fehlte mir auch der Charme. Das war einfach dann nur noch eine Frage der Zeit, bis er dann wirklich das Ding gegen die Wand fährt. Ja, sicher. Ist nicht böse jetzt gemeint gegen den Lanz, aber er kommt. Irgendwie hatte der Gottschalk eben dieses besondere Etwas, womit er die Leute so richtig ein bisschen auch verzaubert hat. Ja, er war halt die Kultfigur schlechthin. Jeder hat das und das mit ihm in Verbindung gebracht. Und funktioniert übrigens, ne? Ja, das ist doch schon mal gut. Jeder hat die Sendung mit ihm in Verbindung gebracht und es ist absolut Kult. Er hat dadurch sein Lebenswerk, kann man sagen, gestellt. Ja, und wenn da wegfällt, wenn die Person, auf die es praktisch eingereicht ist, wenn man jetzt bedenkt, Lippert hat es gemacht und... Ich glaube, Dings auch, hier, Elsner. Ja, Frank Elsner auch, natürlich. Man darf nicht mal einen Schluck trinken hier. Du kommst zu nix, ne? So. Man darf nicht mal einen Schluck trinken. Ich fahr mit oben. So. Mit der halbwertigen U-Bahn. Dachte, die wäre schon fertig. Ja, also wenn es danach geht, es ist halt so, das Erfolgsrezept, diese Leute, die es gemacht haben, Frank Elstner und die U-Bahn ist fertig. Du kannst mit der U-Bahn fahren, wenn du meinen Cut hast. Ja. Nur die Wände und die Decke fehlt halt. Ja. Aber die weiß auch nicht, wie ich die mache. Nee, die haben, wie gesagt, der Sendung ihren Stempel aufgedrückt. Die haben es für ihre Zeit magisch hingekriegt. Und heutzutage, wer kann das noch so? Deswegen fand ich ja das sehr, sehr schade, dass der Thomas Gottschalk aufgehört hat. Oder beispielsweise, was ich mir auch angucke, immer noch, wenn ich es dann mal mitkriege, dass es läuft. Passt jetzt gerade nicht zu unseren Streamzeit. Samstags, verstehen Sie Spaß, habe ich auch eine ganze Zeit lang geguckt. Ja, da hat ja Guido Kanz das übernommen und der macht das auch sehr gut. Der macht das immer noch sehr gut. Am Anfang habe ich geguckt, da hat es noch der Elstner gemacht. Da ist dann praktisch wie immer das Gegenbeispiel, dass es auch gut gehen kann. Mhm.
wenn man praktisch ins gemachte Nest geht. Wenn man eine Sendung übernehmen darf. So, dann können wir irgendwann noch. Was zum Beispiel in meinen Augen wieder nicht so gut läuft, das ist zum Beispiel jetzt diese täglich frisch geröstet oder so heißt das. Ja, sowas gucke ich mir gar nicht erst an. Vor allen Dingen, woher, ich kenne den Kerl nicht, stellt sich vor als King Knospe oder Knospi irgendwie sowas, König des Internets. Also ich bin seit Jahren im Internet unterwegs. Ja, ich auch nicht. Aber man hört von den meisten vorher halt auch nichts. Ja. Das sind halt teilweise auch wirklich Newcomer. Was ich mir so zwischendurch mal angucke bei YouTube ist hier beispielsweise wie Kaya Jana, der macht ja mittlerweile auch YouTube. Mhm. Und die Fails. Mal. Ja, das hängt wieder. Er macht ja auch praktisch nur YouTube, weil er nicht auftreten kann. Ja, ja, klar, dadurch verdient er natürlich jetzt seine Brötchen, kann ich ja verstehen. Es ist für jeden im Endeffekt. Wo bist du gerade bei uns? Brücke. Okay. Und jetzt es U-Bahn wieder. Im Moment. Ja, dann komm rüber eben. Ja, hast gut. du ein Minecart oder hast du Eisen dabei? Nö. Holz. Mit Holz schaffst du es nicht. Sonst such dir deine Nähe. Ich laufe Bett. Ganz einfach. Sonst such dir deine Nähe im Bett. Ich bin schon bei uns. Ich laufe jetzt über Schienen nach uns rüber. Mhm. Hoffe, das ist noch der richtige Weg. Das ist nur ein Schienenweg, den wir im Moment haben. Ja, dann. Der führt zu uns. Wir haben im Moment nichts anderes. Und so sehen die Zuschauer auch, wie weit wir schon sind. Ja, die Schienen sind jetzt komplett gelegt. Nachdem ich fast 4 Kohlen verloren habe durchs Laufen, bin ich dann auch endlich mal angekommen. Die Schienen sind komplett gelöst. So, jetzt bin ich hier beim... Ach Gott, eine Hexe. Ich gebe dir gleich ein Minecart, dann kannst du mit Minecart fahren. So, gucke ich mal, sehe ich die Hexe noch? Ich packe mal meine Rüstung an der Seite. Nö, sehe ich jetzt nicht mehr, schade. Das ist mir doch ein bisschen schwer. Sonst hätte ich die Hexe nämlich mal abgeschossen von weiter hinten. Komm runter. Ja, ich muss eben auch meine 2 letzten Level warten, dann kann ich dir gucken, ob ich den mal Dings mache. Ja, dann komme ich rein in eine Base. Ich will schlafen, damit der Regen aufhört. Das tut nämlich auch dazu beitragen, dass es ein bisschen blöder läuft. Guck mal, so wie ich das hier so gerade kein Texture Pack drin, also kein Ressource-Paket. Ich hab's einfach einfach mal geschafft, die Tür reinzukommen. Beziehungsweise irgendwie sieht das so aus, als ob ein Ressource-Pack drin ist, aber es ist keins. Ich guck nämlich gerade auf deinem Bildschirm. Du wolltest mal was essen. Ja. Kann ich mal, warte mal, hier ist ja noch Kuchen, ne? Komm, ich lasse dir noch was über. Der war eigentlich nicht zum Verzehren geeignet, aber passt schon. Ups. Na, ich hab das jetzt mal schon gesehen, dass du dran warst. Ess ruhig auf, ich kann ja 9 machen, mein Gott. Ess auf. Geht nicht, ess gerade Kartoffeln. Oh, ess doch jetzt auf. Ja, komm her. Sind wir froh, wenn er weg ist. Stimmt, du erinnerst mich gerade. Ich hab eine Kartoffel noch gebraten. Jetzt mal gucken oben, was unser Weizenfarm macht. Und da wurde ich auch gerade noch geguckt haben. Wieso hast du oben wie ein Creeper oder was? Ich hoffe es nicht. Ja, ein bisschen ist fertig. Ich gucke mir gerade von hier unten an. Aber nein, von Engelchen fliegt durch die Luft über die blaue Barriere da, über den Zaun rüber. Nein, hier oben war nichts. Ich bin gerade irgendwie, warum auch immer, in den Aufzug rein. Hier ist aber irgendwo was. Außerhalb. Lea. Jo. Was abgebraucht. Hat der alte Mann wieder durchgehabt. So. Ja, normalerweise warte ich mal, bis so ein bisschen ein paar mehr Sachen fertig sind. Ja,
Aber man sieht es auch, dass es nicht so flüssig die Animation vom Seetang sich bewegt und so. Sollte die sich wieder flüssig bewegen? Ja, ein bisschen schneller normalerweise. Welcher Seetang? Ja, im See bei uns, im Bach, im Fluss halt. Da bewegt sich nichts. Da war jetzt eine Hexe gerade Ja, bei dir. über mir. Ja, alles Hexen. Tun könnte sie dir rein theoretisch nichts. Die kommt doch gar nicht hier rein. Deswegen ja. Ist ein Deckel drauf. Guck mir rein. Nein, aber es sind mittlerweile viele, die mittlerweile auch YouTube machen, auch von den Comedians her. Ja, sicher. Ja, klar, die verdienen sonst ihr Geld, indem sie Auftritte machen, aber können sie nicht im Moment, weil wegen Corona. Ich kann ja auch nicht auftreten, auch wenn ich es gerne möchte. Ich muss warten, bis eine Inzidenz unter 35 ist. Und bis wir die erreicht haben, das kann noch ein bisschen Das dauern. kann noch ein bisschen Pause dauern, ja. Es sind ja schon Städte in NRW, die schon unter 35 liegen, aber leider nicht unsere. Ja, das ist das ja. Und da wir dann auch noch in zwei verschiedenen Ortsteilen wohnen, also nicht Ortsteilen, sondern Stadtteilen. Städten, ist das dann doppelt nochmal. Ja, sicher. Das heißt, bei mir könnte es dann unter 35 liegen, aber bei dir nicht. Eben, Aber das es ist wird das ja ja. als Gesamtkreis bezogen, also von daher. Ja, sicher. Ja, wir wohnen Man in einer muss. Kre in einem Kreis. Aber ich sag nicht in welchem. Entenhausen. Ja. Kreis Entenhausen, genau. Entenhausen an der schönen Platsch. Das meiste sind halt in NRW-Kreise. Kreis, was weiß ich, Märkischer Kreis ist, glaube ich, Sauerland. Ja, HSK ist Sauerland, das ist der Hochsauerlandkreis. Hochsauerlandkreis. Ob es da auch noch gewisse Unterkategorien gibt, weiß ich nicht, weil der Sauerländer an sich lässt sich ja auch nicht gerne in die Karten gucken. Und ja, jetzt wird es wieder deutlich, mein Hassliebe zum Sauerland. Och, ich liebe das Sauerland, aber die Berge sind halt immer so ein bisschen blöd. An sich finde ich das Sauerland echt schön. Ja, ich weiß auch irgendwie immer noch nicht, warum es Sauerland heißt. Ist doch gar kein Land, ist doch einfach nur ein Teil von. Ne? Das gleiche wie wenn irgendein Dings heißt Berg. Berg heißt oder Tal. Ja, sicher, gibt's ja auch. Bergland oder Bergfurt, was weiß Oberauern, Niederauern. ich. Oder Erfurt. Ja, wohin? Frage ich mich immer, wohin fuhr das? Frankfurt. Ja, Oh, wohin? Frankfurt. Ja, wohin Das ist nun denn? mal halt so. Wohin fuhr das denn? Nach Fuerteventura oder Oder was? beispielsweise, was weiß ich, Chiemsee. Ist Naja. ja nicht nur ein See, ist ja auch eine Stadt. Da kriegt man nasse Füße in der Stadt, Chiemsee. Es gibt da Könnte so man viele jetzt lustige unzählige. Dann Ortsnamen. könnte da jetzt unzählige auf. Ja, sicher. Wir brauchen nur noch 15, 30, 30 Dings, 30 Heuballen. Ja, ist so gut. Es gibt zum Beispiel auch Orte, die nach Namen benannt sind. Ich glaube, Pophausen gibt es, glaube ich, auch. Na gut, ich kenne keinen, der Pop heißt, also. Der wie Nachnamen Pop. Beispielsweise gibt es Frankfurt am Main, Frankfurt Oder und es ist nicht komplett woanders. Ja, sicher. Deswegen wurde dann ja das an der gesetzt, wegen an dem oder in dem Fall Frankfurt am Oder was Main. war mit einer, wollte nach Rom, hat im Navi Rom eingegeben, aber Ja, und kam war in dann Deutschland woanders. Rom raus und nicht Ja. in Italien Rom. Und da hat sich noch gewundert, warum das so schnell ging. Ja, der hatte sich gewundert, weil er wusste ja so und so viele Stunden und ne, dann kam er an und dann dachte sich so, wie kann da was nicht stimmen, weil Das er waren ist manche nur Engländer, ne? ein Engländer war das. Und hatte sich dann nur so gedacht, warum bin ich jetzt so kurz gefahren? Ja, bis man dann dahinter gestiegen ist, dass er nicht in Italien Rom war, sondern in Deutschland Rom. Ja, sicher. Es gibt in Deutschland ja auch in New York. Keine Ahnung. Ja, doch. Gibt es auch. Es gibt viele Sachen, die es auch in Deutschland gibt, so wie es in Amerika gibt. Das ist ja immer das Interessante, welche Zufälle es da gibt. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt in der Nähe vom Metaportal Also vorne wieder U-Bahn-Station. U-Bahn-Station, dann komme ich da hin. Ja, bei bitte stehen lassen Großengelchen. Was? Da bin ich jetzt gerade. Ach so. Ja, ich habe nämlich für dich eine Pfeile. 14 Stück habe ich gerade an dem Dings gefunden. Gut, damit ihr übrigens.
Im Hintergrund. Ja, man hört es, glaube ich. Nein, man hört es nicht. Ja, die Figuren noch im Spiel was essen, also darf ich auch was essen. Ist ja immer so, wenn der Stream nicht drunter leidet, geht es. Das würde ich dann nämlich auch nicht mehr machen. Zombies. Aber irgendwann ist es so, dass ich auch werde das wieder so lösen, dass ich da. Jetzt bist du aber falsch abgebogen. Ne, das ist die Strecke. Ach so. Kannst mal meinen Cut hinterher haben. Nö, nö. Ich mach hinterher nur ein neues meinen Cut. Oder mir, wenn ich gleich zurückgehe, kann ich mir ein neues machen. Ich brauche kein Minecart. Auch nicht dein Card. Ja, ich will da unten, entweder packe ich da eine Truhe hin oder ich packe dann ein Fass hin und in dem Fass packe ich dann ein paar Minecarts rein. Ich werde immer so hin und her fahren, auf jeden Fall kann. Ich hatte jetzt überlegt, das auf Automatik zu machen, aber das Problem ist einfach, erstmal gucken, dass man wirklich dann den Platz erstmal dahinter hat. Ja, das ist eine logistische Sache. Dann muss man erstmal gucken, ob das alles so hinhaut. Das brauchst du jetzt. Ich hätte nur einen Aufstoß. Warum auch immer. Warum liegt der jetzt da vorne? Wer liegt wo? Nix. Sammel hier mal deine Setzlinge ein, bevor die Level spawnen. Ja, mach das mal. Hallo. Hinter dir. Bin vor dir. Bitteschön. Jo, dankeschön. Du bist jetzt die 14. Was habe ich denn Schönes gekriegt von dir? Pfeile, 14 Stück. Ai, jetzt habe ich genau 15. Ich habe mir gedacht, du wolltest eventuell noch Pfeile haben, weil du gesagt hast, du hast ja nur normalen Bogen und das ist ein bisschen blöd. Ich guck mal, dass ich gleich noch die zwei Level hier voll kriege und dann guck mal, dass ich. Ui, ein Händler. Ja, ja, den habe ich eben schon gehabt. Der ist noch nicht abgehauen. Rohstone. Kakteen haben wir noch. Das ist der gleiche, der schon seit den ersten Minuten vom Stream hier rumgammelt. Und der haut irgendwie nicht ab. Muss ihn hauen. Ja, dann. Dann darf ich aber einen Regenschirm ausspannen. Dann warten wir mal bis Nacht wieder, dann kann ich noch ein bisschen Zombies klatschen. Dann gehe ich mal in 30 Level. Die kannst du auch so schnell kriegen. Tiere vermehren, angeln. Ich brauche eigentlich nur Eisen im Ofen packen. Das geht auch, natürlich. Aber irgendwie gefällt mir das Gebäude noch nicht so ganz. Aber du machst mit dem Händler kurz einen Prozess. Auch leer. Wird gleich aber passenderweise dunkel, also von daher. Ja, du sagst es und du machst es dann noch, ne? Ja, sicher. Hallo, Bina. Brauchst du noch ein paar Leinen? Komm, wir machen aber auch. Ja, nimm sie dir. Warum? Inventar voll? Jo. Ja, das ist aber gut. Ja, wieso? Sammeln wir mal hier überall deine Setzlinge auf. Ja, ich springe auch mal wieder ein bisschen. Sind die denn immer noch in dem Tal? Ja, die sind noch im Loch. Die sind im Loch. Ich hab's vergessen. Was habe ich vergessen? Sogar, Leder. Ja, guck. Sag ja, ich besorge dir die ganzen Sachen. Das ist kein Thema. Und jetzt geht der Händler mir nicht auf den Sack, jetzt ist auch Platz für einen neuen. So, nicht lange, dann kommt wieder ein neuer. Ja, das ist auch gut. So, mal vernünftig was auf den Tasche rücken dann. 1, 2, 3. Hast du dir schon mehr Creep explodieren lassen auf der Fläche? Nee, ausnahmsweise mal nicht. Boah, irgendjemand war die Woche hier auf dem Wien drauf. Das denke ich mal, ja. Also es ist ein kleiner Appell auch mal an die anderen, die mit uns hier auf dem Wien spielen. Bitte macht die Creeper-Löcher zu. Das ich habe mich ständig immer Lust, weil wir haben auch, nee, vor allem wir haben nicht so viel Erde. Irgendwann ist die Erde bei uns auch leer in der Kiste. Im Moment geht's gerade noch so halbwegs. Aber es ist nervig, wenn man ständig da die Erde nachfüllen muss. Das stimmt. So, jetzt war ich hier bei der Brücke. Wie mache ich die Brücke am besten? Weil ich möchte schon aus Stein irgendwie, aber nur die Geländer aus Stein. Das Ding würde ich gerne aus Holz machen. Schmeiße ich hier mal ein paar Sachen weg. Da habe ich Schwarzeich, dann würde ich lieber Fichte nehmen. Hast du Fichtenholz?
Du hast noch was gesammelt. Habe ich schon alles in den Truhe reingetan. In der hier, ne? Ja. Da, ein bisschen habe ich aber noch rausgekriegt. Das heißt, ich müsste gleich einmal gucken, dass ich einmal unten in die Konstruktion reingehe. Jo. So, jetzt kannst du Monster klatschen. Oder abschießen. Ja, da mache ich jetzt mit. Im Moment läuft sie relativ flüssig. Ich kümmere mich um das grüne Umvieh da vorne. So. Musste sich das Skelett in dem Moment bewegen, ist doch doof. Da ist noch ein Skelett. Oh, voll daneben. Cool, der ist weit geflogen, obwohl ich eigentlich schon weggeguckt habe. Der ist nicht schön. Zack. Und. Ich meine, ich habe sogar extra ein Schild hingestellt, dass da wirklich Biberlöcher gestopft werden sollen. Ja. Aber irgendwie halten sich die Leute nicht dran. Also bitte für den Fall, dass irgendeiner was kommt. Für den Fall, dass das irgendeiner sieht, der bei uns auch mit im Spiel, bitte stopft die Biberlöcher. Es nervt. Ich weiß nicht, das eine Mal haben wir, ich weiß nicht, das war aber keine Aufnahme oder irgendwie. Livestream, es war einfach so privat. Oh. Da haben wir wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde lang nur diese bekloppten Löcher gestopft. Ja, das war schon ziemlich viel. Das ist eine halbe Stunde. So, habt ihr den Rücken geschützt? Achtung, hinter dir. Hinter mir? Vor mir. Auslegungssache. Ey, warum schießt du auf mich? Ja, auf dich nicht. Ich habe auf die Dorfbewohner-Zombies geschossen. Ich habe 29 Level im Übrigen. Also wäre schön, wenn du nicht, nicht hier sterben ständig würdest, ja. Bei mir ständig rumballern würdest. Hui, der ist geflogen. Doch, ich baller gerne bei dir rum. Ja, aber so, dass ich nämlich die Level aufsammeln kann. Ja, dann mach. Tot. Der wollte schlafen, hast du gesehen? Möchtest du ausschlafen, Spinne? Ich denke mal ja, ne? Hier, sammel deine Level, Engelchen. Ja, warte, ich hab da gerade Creeper an den Backen gehabt. Ich habe auch keinen Bock, mich heute mit den Illagern anzulegen, weil ich keinen Bock habe, einen blöden Raid auszulösen. Ja. Jörg, wo bist du jetzt? Ich komme nur schon wieder zurück. Ich habe mich mit dem Creeper angelegt. Ja, Beeilung, ich habe meine Pfeile schon mal wieder weg. Ja, warte, ich habe noch ein paar. Das sieht aus mit dem Schild durch den Kopf durch und so. Übrigens, du hast nur zwei, du hast nur eine. Ein Helm auf, ne? Weiß ich. Das andere ist irgendwie schon alles weg. Ist da nichts mehr in der Dings drin? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was für ein Dings du meinst. Eine Mobfarm? Da habe ich heute noch gar nicht reingeschaut, ehrlich gesagt. Ja, fast kaputte Goldsachen. Ich bringe dir mal was mit. Jo, mach mal. Wie viele Level brauchst du jetzt noch? Ich brauche jetzt noch einen halben Level. Na dann. Nee, lass mich in Ruhe. Oh, wollt ihr euch alle schlafen legen? Macht das mal. Oh, hier ist ein Zombie-Bigman aus dem Nether. Ja, ist ja einer ausgebüxt. Oder ist der gespawnt oder was? Das ist nur einer. Wo ist der denn? Da. Hier unten. Dann ist der aus dem Nether rausgekommen. So, warte. 1, 2, 3. Ja, danke. Dann denke ich mal, wird der aus dem Nether rausgeflutscht sein. Ich hab keine Ahnung. Ja. Bin ich schon mal wieder ein bisschen besser. Also wenn ich so ein bisschen Rüstung. Ja, muss man ja bei uns gucken. Bis auf bitte die eine Eisenrüstung nicht nehmen, die. Gold. Hab ich rechts bei uns. Doppelkisten unten. Ui! Ja. 1, 2, 3, 4 Stück. Guck, guck. Hm, da sitze ich nicht drin. Ja, hier. Nee, ich will erst den Schießer hier kommen und den Dings kommen lassen. Da ist ein Creeper.
Wenn wir jetzt Glück haben und der Creeper angeschossen wird, dann können wir eine Schallplatte kriegen. Will ich nicht. Ich helfe dir sofort. Alles kein Thema. Der hat gebrannt, hast du gesehen? Ja, der war Feuer und Flamme, ganz spontan. Ich wollte nur die Pfeile haben, also keine Sorge in deinem Level. So, ich helfe dir ein bisschen aus der Ferne. Ja, nur vor mir. Was hat der bitte wieder für eine Range gehabt? Kümmere ich mich halt um den da hinten. Nee, von was haben die bitte für eine Range heute? Ne? Da hinten kannst du noch Level einsammeln, eigentlich in Richtung Brücke. Jo, weiß ich nicht. Hattet da wieder ein Skelett oder eine Spinne? Ja. Sehe ich gerade nicht. Ah oh, ja, doch, da ein Goldhelmchen. Achtung, Spinne neben dir. Was? Schon gesehen. Ich habe das Vieh schon gehört. Hi. Den hast du aber schön zu mir hingetrieben, du. Und was hat er hinterher gehabt? Kopfschmerzen, richtig. Weiß ich nicht. Du bist planlos durch die Gegend gerannt. War das jetzt? Ich bin mal drüben. Jo, kannst du doch machen. Ich warte, bis ich wieder. Oh! Wir haben Besuch. Ja, ich bin schon weg. Ich bring dir gleich meinen Cut mit. Ja, alles gut. Ich wollte gerade sagen, ich verteidige hier noch ein bisschen die Base. Beziehungsweise die U-Bahn. Eigentlich im Minecraft. Auch oh, nicht schlecht. Keine Ahnung, wie ich das schaffe, aber passt schon. Schöner Bug. Du machst es dir halt gemütlich. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass das Update Blödsinn war. Dass das Update wieder irgendwelchen Blödsinn wieder veranstaltet. Das glaube ich mittlerweile auch. Also manchmal ist es echt nervig mit den Updates. Wenn ich das nur so sagen darf, weil dann diese Schreiben sagt, ja, wir haben ja verbessert, wir haben das ja gefixt und so. Und dann denkst du dir dann so, ja, wo habt ihr was gefixt? Es läuft wieder nicht. Ich wette mit dir, so in 2-3 Tagen kommt wieder ein neues Update. Mhm. Was haben wir das, Entschuldigung-Update? War beim letzten Mal ja auch. So, jetzt wird es auch langsam wieder hell. Jupp. So, Mann, das so, jetzt bringe ich mal die Sachen weg, die ich im Inventar habe. Ach, hier sind noch Pfeile, brauchst du Pfeile? Ja, ja, bring mal mit. Ach ja. Da mache ich auch was. Da habe ich noch Dings. Davon. Das nehme ich noch wieder mit. Habe ich noch Gold gefunden, das kann ich rein. Hier ist ein Minecraft, das muss ich einmal kaputt machen gleich. Kannst du ja machen. Verlore. Muss ich gleich auch nochmal nehmen. Ja, so, jetzt kann ich auch wieder Holz hacken. Irgendwo habe ich doch vorhin Dings gesehen. Irgendwo habe ich doch vorhin Bögen, komplett heile Bögen. Da ist ein komplett heiler Bögen. So. So, jetzt wollen wir noch ein paar Birken setzen. Weil Birkenholz ist irgendwie immer Mangelware. Kraft 3, yay, das haben wir jetzt 30 Level gebraucht. Was für ein Scheiß. Entschuldigung. Ja, muss schon noch ein bisschen warten. Was will ich denn auf den nächsten Ball kriegen? Das wollte ich gerade sagen, das kann ich dir nicht sagen. Manchmal sind die niedrigen Level die besseren. Ich gucke mal eben, was ich
Das habe ich nämlich auch schon mal gehabt. Ich habe mal geguckt, da habe ich auch irgendwas verzaubert mit 40 Leveln, die ich damals hatte. Und hinterher habe ich nur Quatsch gekriegt. Und dann habe ich mit den letzten drei Leveln, die ich hatte, da habe ich dann Unendlichkeit, Flamme und solche Dönssachen gekriegt. Komischerweise. Deswegen, wenn ich, auch wenn ich kleinere Sachen habe, ich würde niemals große Sachen dann dafür verschwenden. Und dann habe ich mir hinterher die Level wieder erfarmt und habe die dann zusammengesteckt. Normalerweise ein Level 30 kriegst du halt super verzogen. Da kannst du echt nichts so sagen. Aber wie gesagt, ich habe mir dann die Sachen dann zusammengepackt in ein großes und dann war die Sache Aber ich auch werde jetzt gut. erst nach hinten. Was? So. Was wollte ich denn jetzt von mir? Nichts. Ach so. Ich bin hier am Holzhacken. Ich bleibe aber jetzt erstmal Bums drüben. Ja, mach das. Weil ich jetzt eben anfange, die ganzen Sachen wieder wegzuräumen. Mobblut und hast du nicht gesehen. Ja. Und ich werde auch langsam dann mal das Schlusslied gleich einspielen. Wir Lass haben ja uns auch ruhig noch schon einen Moment. die 2 Stunden herum. Ja, aber lass uns ruhig noch einen Moment, weil wir beide gerade irgendwo ein bisschen auch beschäftigt sind. Wir haben sogar noch mehr wie 21 Pfeile. Na, so gut. Nochmal ein Stack von 54. So, das ist kein Mob. Ist Tintenbeutel Mobblut? Eigentlich Nicht ja, oder wirklich. nicht? Kriegst du das vom Monster? Nicht wirklich. Also ist auch kein Mobblut. Das Magma-Krebs ist aber auch noch Blut. Scheinbar. Alles, was vom Monster kommt, ist bei mir Mobblut. Ja, so Alles sagt mir das ja auch anderes immer. ist Tiererzeugnis. Zum Beispiel Beispielsweise Leder. Tintenfischbeutel ist Tiererzeugnis. Leder ist Ja. Tiererzeugnis. Wenn Leder es packe jetzt ich noch eine nicht Rüstung dazu. wäre, die vom Zombie käme, dann wäre es grenzwertig, als Ich packe Rüstung unter anzusehen. Rüstungen rein. Genau. Federn ist auch in dem Sinne Mobblut, weil es vom Huhn kommt. Ja, Huhn ist kein Monster, außer es ist Ja, ein trotzdem. Monsterhuhn, ein Packe Zombie-Chick immer oder unter sowas. Mobblut. Musst du Ist mir mal einmal zeigen, ein Farbklang. Zombie-Chick, so ein Monsterhuhn-Hühnchen. Doch, ich meine, das gibt's auch. Ich glaube, das hat dann auch ein T-Shirt drauf mit I Love Ray gegrillt. Das. Wo wir gerade beim nächsten Thema sind. The Masked Singer. Also, ich meine, zwei Leute weiß ich wenigstens schon mal, wer es ist. Ich finde, die machen das echt im Moment extremst schwer seit der zweiten Staffel. Ja, finde ich aber auch gut. Also allgemein jetzt Henning Baum, ich hätte ihn nicht erkannt. Ich auch nicht. Ich hätte Henning Baum auch Aber sonst nicht. haben Küken, glaube ich, auch jemand komplett anderes Ja. vermutet. Muss ich dazu sagen. Aber dafür ist die Sendung ja auch so konzipiert, Ja. dass man hinter das Licht geführt werden kann, dass Nee, man vor seinen allem, Kopf das anstrengen muss, Lustigste wer ist ist immer, jetzt wenn der der Jury und da dies sitzt und und das. sagt, und ich kenne die Person, ich kenne die Person. Dann Ja. hinterher, nein! Wie die da dahinter sitzen, nein, das hätte ich wissen müssen. So, das ist Mobblut. Hier ist Mobblut noch. Hab ich denn noch eine andere Axt? Ja. Also manchmal ist es echt schwer herauszufinden, wer Haben wer wir einen ist. schönen Spezialbaum? Ja, da fange ich sogar eine frische Hacke für an, weil die alte gerade dabei kaputt gegangen ist. Oh, so hell? Noch ist hell, ja. Ja, ich komme auch gerade raus. Ich gehe auch wieder rein. Habt ihr das vergessen? Nee, ich will ins Lager. Ach Sachen so. einsortieren. Wollte mir gerade sagen, wenn du sagst, ich habe noch was vergessen, wirst du alt? Nein. Ich laufe jetzt hin und her, weil ich das ganze Zeug hochbringe. Ach so. Weil wir unten natürlich wieder gesammelt haben und eigentlich unten eigentlich dafür nicht konzipiert ist. Da kommt das hin, das ist das dann. Hallo Jasmin! Hallo Jasmin! Ach, kein Problem. Sie hat sich entschuldigt, dass sie Besser. nur spät dran ist. Ja, ist nicht schlimm. Besser spät als nie, sage ich immer, ne? Nee. Ach, das war die Kiste, wo ich jetzt dran war. Ich habe gedacht, das wäre die Kiste gewesen. Sind wir gerade dabei? Guckst du auch den Masked Singer, Jasmin? Das sollte nicht jeder gucken, gut. Ja, aber wenn ihr. Vielleicht guckt Jasmin ja auch, dann können wir so ein bisschen rätseln. Wie gesagt, also diese Dings ist das echt schwer. Das kommt Ja, da gar sicher, nicht sicher. rein. Warum sind hier Sachen drin, die da nicht reingehen? Jack. Nee, ich weiß nicht. Du bist oder sonst immer. Ja, aber diesmal nicht.
Ich habe keine Lust, das zu sein, weißt du? Rein. Ich kann es ja nicht immer sein, der Böse. Du bist es aber zu ja. 80% immer, der hier falsch einsortiert. Das läuft auf den roten Sender mit der Zahl 7. Falls du The Masked Singer nicht kennst, das kann ja sein. Es kann ja sein, dass jemand The Masked Singer nicht kennt. Da sind Sänger, Schauspieler, Sänger, Sportler, Politiker, Sportler, Model, alles Mögliche unter in Kostümen stecken und dann singen sie. Und man muss herausfinden, wer das dann ist. Anhand der Indizien, aber selbst die Indizien mittlerweile. Das mit den Indizien kann ich mittlerweile nichts mehr anfangen. Ja, das ist das Gute. Das ist auch schön gemacht so. Ja, ja. Nö, nee, und wie gesagt, da sind Engelchen und ich schon so weit. Das, wir haben schon ein paar Leute, meine ich, enttarnt. Auch in den vorherigen Staffeln. Das ist jetzt die vierte Staffel, die läuft. Und ja, und einigen haben wir schon gut recht gehabt. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also ich fand das auch schade, dass das Küken ausgeschieden ist. Am Dienstag. Ja. Das ist dann halt ein bisschen so, ne? Schade, aber man kann es halt nicht ändern. Das stimmt. Aber ich sag mal so, es muss halt immer einer ausscheiden. Ansonsten. Und kommen sie ja niemals voran. Nee, sonst haben sie ja keinen Finale. Und Jasmin kennt das nicht, ja, das ist natürlich schade. Das ist doch nicht schlimm. Das ist nicht weiter schlimm. Eben. Nein, aber im Endeffekt ist es halt so, dass irgendeiner muss immer rausfliegen, damit. Damit es einen Gewinner geben kann. Ganz einfach. Ja. Wenn keine Leute ausscheiden, dann kann man auch nicht gewinnen. So ist das. Nö, dann wird es halt langweilig auf Zeit. Vor allen Dingen, es kann ja praktisch jeder unter einer von den Masken setzen. Es kann sein, dass Engelchen da drunter ist. Es kann sein, dass ich da drunter bin. Wer weiß. Also, man darf es ja nicht verraten, auch wenn man drunter ist. Ne? Also, das ist ja das Goldene. Man kann nicht sagen, ja oder ja, nein. Das war doch, das war mit Rotmuschel, wo der dann, ne, du bist das unter der Dings, und derjenige hat nicht zurückgeschrieben, beziehungsweise sagt er, für ihn ist das schwer gewesen, die Klappe zu halten. Oh, letztes Jahr beispielsweise Sarah Lombardi, der so, Mama, das bist du. Ja, dann ja. Musst du dann auch wirklich die Klappe halten und sagen, nee, ich bin da nicht. Ja, das ist immer schwieriger, wenn man Kinder hat. Weil die Kinder, die Ach, erkennen die Kinder ja die erkennen Eltern. Einen ersten als ja, ja, sicher, sicher. Und dann bringt es auch allen, nein, ich find's nicht, und wie kommst du drauf, und dies und das, dann bringt das nichts. Kinder sind ehrlich, wenn's danach geht. Kinder sind die beste Jury, wenn's danach geht. Das bräuchte ich noch. Aber Engelchen, ich glaube, wir machen das so, wenn Supertalent und wenn Deutschland sucht den Superstar, wenn Dieter Bohlen dann aufhört, machen wir den Job von Admin oder hier Chefjuror und sowas. Wird lustig. Habe ich auch schon gesagt, ich mache jetzt den nächsten Bundestrainer. Wer braucht Lothar Matthäus? Da können sie besser mich nehmen oder den Legert. Das wird noch lustiger. Nein. Ja, stell mal vor, Thorsten Legert hat von nichts eine Ahnung, außer vom Fußball. Und könnte vielleicht hinhauen. Zumindest wäre es dann auf jeden Fall. Enthalte ich mich jetzt mal. Hey, es wird auf jeden Fall jedes Mal einen Lacher geben, wenn der dann auftaucht. Nee, ist falsch. Das ist falsch. Steckt mal da oben an. So, dann muss ich jetzt aber mal nach oben latschen, weil ich immer noch Erde im Inventar habe. Naja, aber im Endeffekt ist es immer so zwiegespalten. Ich sage wie beim DSDS, wie ich vorhin schon sagte, ist einer wirklich diese Staffel dabei, wo ich mir denke, der hat da nichts verloren. Das habe ich in jeder Staffel jemanden. Es wird übrigens dunkel. Mich stört das nicht. Ich laufe gerade zwischen Lager und unseren Kisten. Ja, dann. So einen schönen, netten. Wir mischen Kisten unten mal. Ja, gut, dann mach das dann. Stein, Nähtersachen. Dann werde ich jetzt auch mal langsam nach Hause gehen. Holz, Stein, Nähterzeugs, Erde, was weiß ich. Kies. Da bin ich gerade dabei, alles wegzubringen, ja. Da haben sie auch schon sehr gut die Bäume gewachsen und vermehrt. Von gewachsen daher. Oder vermehrt? Sie haben sich verwachsen und gemehrt. Achso. Ganz eingefacht. Hier ist sogar noch. Ja, ich bringe jetzt auch mal ein bisschen Holz wieder in die Truhe, in die Sammlung. Ja, schmeiß einfach rein. Jetzt habe ich auch so viele Setzlinge von Fichte und sowas, die kommen jetzt auch mal da rein. Mhm.
Muss erstmal wieder wachsen. Ja, alles gut. Einzige Dinger, die ich behalten werde, das ist von der Schwarzeichen. Die Setzlinge. Ja, die Setzlinge, weil die sind ja ein bisschen rar gesät. Na, pack so 4 bis 8 Stück für uns an der Seite. Baum nicht da. So, was denn? Okay, bei uns auf der Fläche war wohl mal ein Wolf und ein Schaf. Weil das Schaf ist tot. Okay. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wo der Wolf ist. Der kann schon wieder weggespawnt sein. Ich komme jetzt auch unterirdisch zu uns rüber. Nee, ich laufe gerade oberirdisch. Für Jasmin, wir sind hier gerade auf dem Realm, falls du es nicht schon weißt. Ja, wir konnten gestern nicht drauf, weil unser... Dann muss man dazu erklären, der Realm gehört ja nicht uns, der gehört ja jemand anders. Und der musste das erst updaten. Beziehungsweise er hat das wohl abgedatet, aber irgendwie funktionierte das gestern noch nicht. Ja. Und seit heute funktioniert es. Nachdem wir es dann in die Gruppe reingeschrieben haben, sagt er mir mal zu, funktioniert nicht, kannst dich mal drum kümmern. Hat er sich drum gekümmert, funktioniert. Ja, er hat sich schon ein paar Tage vorher drum gekümmert, bloß irgendwie klappt das. Ja, irgendwie kam ich trotzdem aber nicht drauf gestern. Also bei mir stand immer, meine Version ist zu veraltet. Und ich weiß, dass mein Kopf sich ja neu geupdatet hat. Das wusste ich ja. Na, das mit den Updates sind doof. Und gestern wusste ich das, weil ich ja gestern dran war am Tablet. Wir haben ja gestern auf einer Privatwelt noch gespielt und daher wusste ich das, dass ich... Ja, ich guck sofort. Kleinen Moment. Nee, ja. Ich bin nicht so schnell her von Jojek. Von Jojek? Was ist das? Was ist das? Ich bin immer so fix. Oh, mein anderer Händler. Ich habe heute zum Abendessen Hawaii-Budgie. Was denn jetzt los? Ach, Zombie. Gehabt und zum Trinken habe ich Cola gehabt. Ja, da ist auch mal was. Ja, wir hatten von gestern noch was zu essen. Wir hatten gestern noch was über. Ja. So, ich hatte von gestern noch was über. Kriege jetzt einen Bonus. Ich habe dem Händler den Popo gerettet. Kriege auch keinen Bonus. Schade. Von wem? Vom Händler? Ja, ja. Vergessen. Das kann man so knicken. Ist aber nicht freundlich. Bums vom... Oh, nee. Jack, was ist jetzt in die Luft gegangen? Ein Creeper. Aber der war im Wasser. Ja, der war im Wasser. Oh, der wünschte gerade, muss man dazu sagen, schon so halb vor der U-Bahn. Boah. Ja. Zugstation schon, ja. U-Bahn-Station schon halb den Boden weggesprengt. Wir haben den Händler bei uns im Gang. Ja, ist nicht schlimm. Na gut. Ja, aber die dämlichen Lamas, die stehen auf der Platte. Ja, dann machst du kaputt. Na ja, gut, dann haben wir hinterher wieder ein bisschen mehr Leine und Leder. Dann machst du kaputt, mein Gott. Die Lava ist... Um die Lava, ja. Um die Lamas Lava. Ist nicht schade. So. So. Na, wo ist der Händler? Wo ist der Händler? Da war er. Der Händler hätte ruhig leben lassen können. Der lebt ja noch, der ist unsichtbar. Hörst du? Aha. Ja, ja. Mack. Bei mir gab es heute auch von gestern übrigens. Ja. Bei dir? Bei mir gab es auch von gestern noch was. Hatte da noch ein bisschen Leberkäse. Ich muss alles wegschmeißen, ne? Ja. Lecker Leberkäse mit Spiegelei und Zwiebeln da drauf. Hier oben ist noch Blut drin. Wo sind jetzt die doofen Pfeile? Hallo! Sind jetzt die Pfeile? Wollte mich eigentlich jetzt hingelegt haben. Haben hier keine Pfeile mit drunter? Du hast doch eben gesagt, du hast noch Pfeile gehabt. Ja, aber nicht einsortiert anscheinend. Können wir hier gucken? Im Fass? Nö, hier ist auch nichts. Dem Fass ist auch nichts. Dachkatze. Ich glaube, ich sollte die Katze unten nehmen. Das wird lustig. Meine Katze. Ja, die hast deinen Hund ab jetzt. Nein. Ach, ich nehme Tick mit Hund. Warum nicht? Ist doch lustig. Nein. Doch, klar. Katze, die Hund heißt.
Da so ein Transgender-Tier ist das dann. Hat auch kein anderer, glaubt man. Das ist wie was ganz Individuelles, was nur bei uns gibt. Egal, aber die Katze wird nicht so genannt. Fertig. Ich kann es auch Pferd nennen, die Katze. Ach, Schatz. Ja, was denn? Auf mit dem Blödsinn. So kein Blödsinn. Ist doch schnuckelig. Oder Katze, wie heißt du denn? Hast du überhaupt einen Namen? Nein. Hast du keinen Namen? Ich hab beide einen Namen. Konnte ich jetzt gerade nicht sehen. Die eine heißt Mini. Und die andere Maus. Nee. Oh, die hat noch keinen Namen, ich weiß es nicht. Ist der Entler eigentlich immer noch hier drin? Wenn du ihn doch, hörst, dann ja. Ja, aber ich sehe seine, seine Gedönsen. Das sieht aus mit dem Schild durch den Körper. Engelchen hat ihn gefunden. Engelchen hat ihn gefunden. Nee, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Nein, niemals, niemals. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich handle auch nicht gerade mit ihm. Noch, also. Ja, steht direkt neben mir. Wenn ich was gemacht hätte, dann wäre er jetzt tot. Aber warum hast du nicht? Ich frage ja nur. Witzig. Nee, ernsthafte jetzt Frage jetzt, ne? Stein. So. Nee, Inventarplatz habe ich nicht. Ich suche dann schon mal, wie gesagt, ein Lied das heraus. Nee, nervig ist der Händler neben mir. Oh. Oh. Warum schlägst du den Händler? Das weiß ich noch nicht mal, das warst du. Haha, und dann noch daneben schlagen. Intelligenz bist du schon. Du, wenn ich den Händler schlagen wollen würde, dann ja, würde ich das direkt machen. Mhm. Bin gerade neben beim Engelchen liest weiter. Bin gerade neben bei Splatoon 2 zocken, während ich den Stream. Ja, kannst du doch. Gucken-Tour. Ist doch in Ordnung, kannst du doch machen. Voll. Voll. Nicht voll. Dann haben wir noch Holz. Weil das ist, glaube ich, voll. Das passt aber hier noch rein. Habe ich da, 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 da. Und jetzt habe ich kein Holz mehr, aber ich habe. Meter. Hier noch Platz. Wo die ansortiert? Nein. Da und da und da. Habe ich noch Mobblut. So, und ich sorge schon mal dafür, dass wir gleich unser Abschlusslied haben. Ja, mach doch mal. So. Ich kann schon mal sagen, das ist ein Remix von einem meiner Lieder. Den Remix habe ich übrigens auch selbst gemacht. Ist aus dem Jahre 2013. Ganz guter Jahre. Ja, ja, ein sehr schöner. Also 7 Jahre alt. Wenn man es jetzt monatlich und täglich genau berechnen würde. Und den werdet ihr gleich hören. Jetzt mal so eine Nebenbei-Frage. Läuft der Stream bei dir flüssig, Jasmin? Wegen dem Wetter im Moment? Weil bei uns nicht so allzu schönes Wetter ist. Ja, wir haben schon gedacht vorhin, dass wir den Livestream stoppen müssen oder canceln müssen. Ich wusste gar nicht, dass wir oben im Lager noch 20 Heuballen haben. Wusstest du das? Nö, woher auch? Hab's da bitte im Wasser. Ja, ja, Weinwasser. Dann ist okay. Dann mache ich dich auch nicht an. Ich glaube, ich kann auch die ganze Fläche wieder herzurichten. Jasmin schreibt ja. Okay. Ja, wir waren uns nicht so ganz so heute und ein bisschen unsicher wegen dem Wetter auch draußen, weil bei uns hat es heute ordentlich schon gehagelt. Ja, seit gestern. Also es war... Nee, ist heute noch. Heute auch noch, ja, ja. Bei mir hat es heute relativ gut gehagelt, gestürmt, geblitzt und gedonnert. Ich habe heute Nacht geschlafen, ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, ich habe dafür schon eher das Mistwetter mitgekriegt. Es liegt aber wirklich auch daran, dadurch, dass wir in zwei verschiedenen Städten wohnen, ja, ist nicht mal gesagt, dass bei mir auch mal Blitz und Donner runterkommt. Ja, also bei uns, es hat gehagelt, bei gestürmt. Dir? Ja, bei mir, ich rechne mal bei uns, weil ich wohne nicht allein in der Stadt. Ja. Na, ich bin ja nicht so egoistisch und sage immer nur bei mir, nein. Ja, bei mir in der Stadt,
ist immer unterschiedlich. Mal knallt es und bounce, aber meistens halt auch nicht. Naja, sicher. Stadtteil. Bist du? Bei meiner, in meiner improvisierten Monsterfarm. Da war ich nämlich heute auch noch gar nicht drin, weil zuerst hat es ja so gehakt und geruckelt. Ja, im Moment geht's gerade. Da habe ich mich nicht getraut, da reinzugehen, gebe ich ehrlich zu. Sonst fehlen mir trotzdem noch 10 Gold rein. Ach, die findest du auch noch. Sollte mich echt mal um unser Lager hier vorne kümmern. Sieht ja beschissen aus. So, was hat der eigentlich in der Hand da? Irgendwas ist bei dir kaputt gegangen. Jo, kaputt gegangen ist wer? Richtig, mein Helm, aber ich habe hier noch einen. Hehe. Ach, Enderman. Huch. So. Jetzt mal gucken und noch wieder. Jetzt gehe ich einfach mal an dem vorbei, so. Wie damit fertig ist. Jo. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit im Chunk. Eigentlich müsste es gewachsen sein. Ja, so. Ja, ich denke mal, das ist auch. So. Zumindest ist es flüssiger wie gerade. Ja, auch wenn es jetzt gerade bei mir hier in der Monsterfarm gerade ruckelt wie Sand. Ja, man muss aber auch dazu sagen, weil wir sind ja auch keine Ahnung wie viele Monster. Ja, nicht mehr so viele. Ich habe mich da so ein bisschen um die gekümmert. Das ist deutlich weniger. Ich habe wieder den schönen Bug, ich baue wieder ab und mal. Ja, komm, geht doch. So, steht der Zombie eigentlich hinter mir? Oder ist jetzt nicht hier? Was denn? Deine Zombie. Ach so. Ja gut, ist ja wieder weg. Macht auch nichts. Dann darf er noch sein untotes Leben noch ein bisschen genießen. Oder der Rest, was er da hat. Ei, einer mit einem Dreizackigen. Aua, war ja wieder klar. Oh Mann, wie geht das denn? Wie hat der mich denn jetzt gekillt? Wie der mich umgebracht hat. Ja, aber wie? Das ging ja sowas von schnell. Das darf ja wohl nicht angehen hier. Was ist das denn wieder für ein Bug? Der mich umgebracht hat, ganz einfach. Ja, das geht ja mal gar nicht. Du hattest aber vorher schon wenig HP, ne? Ja, aber trotzdem, der kann mich doch nicht einfach so umbringen. Ja, sicher. Nö. Da habe ich auch ein Wörtchen mitzureden. Ach ja. So, das noch da. Da bin ich ja jetzt ehrlich gesagt geschockt. Das noch da. Hab ich eigentlich noch ein Schwert? Ja. Mein Schwert ist noch fast kaputt. Ja, ich wollte gleich nochmal ein Schwert machen. So, wo ist der Kleine? Der Kleine? Ja, wo ist der Kleine mit seinem Spielzeug? Fehlen uns noch 4 Beine. Sammle ich erstmal mein Gedönses hier ein. Dann sich feige verziehen, nachdem er mich umgebracht hat. So. Auf jeden Fall habe ich meine Sachen wieder. Also wir jetzt noch 5 Level. Ja. Ich habe gerade aktuell kein Heu mehr, worauf ich Heuball machen könnte. Ja, kannst ja gleich noch sammeln. Das heißt, ich muss einmal gleich kurz ins Lager, muss mir noch Sättel einholen. Also wären das jetzt zum Beispiel Leinen gewesen, die hätte ich dir geben können. Nee, ich brauche ach ja. Ich lauf doch gerne hin und her, ist super. Ja, ich ziehe erstmal mein Equipment wieder an. Ja, mach das. Schild. Das ist mein Oberteil auch kaputt. Nee, der ist noch.
Meine Hose ist durch. Guck unten im. Es gab Bohnensuppe, meine Hose ist durch. Aber guck oben im Lager, müssten auch noch welche sein. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Welchen? Kannst du mal eben, wenn ich das Pferd gesattelt habe, immer das Pferd aus dem Tal rausnehmen und einmal rüber in die Box bringen. So. Ja, kann sein, dass du die Dings aufmachen musst. Also normal kann ich mit dem Pferd hier drüber hüpfen. Nein, das wollte vorhin schon nicht. Na, herrlich. Deswegen habe ich dann ein anderes Pferd genommen. Musst du nur wieder zumachen, damit die anderen Beine nicht abbauen. Ja, das Kälbpferd, das eine wollte schon gerade. So. So. Nicht in die, wo ich jetzt gerade bin, in die andere Box hinter mir, bitte. So. Gegenüber von dir, meinst du? Ja. So, bitteschön. Danke. Wolltest du mich mit einsperren? Nö. Die Skelettpferde, weiß nicht, soll ich die mit hier rein tun? Eigentlich nicht, oder? Doch. Dann packe ich die aber zusammen in eine Box. Ja, kannst du machen. Ich nehme noch ein paar. Eins. Da fehlen mir noch vier Holbein. Brauchst du auch nicht nehmen. Kannst du drin lassen. Na gut. Ich muss erst nur das Heu haben. Ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich hab leider kein Heu mehr. Ja, dann. Ach, ich kann das eine Feld doch noch abernten, bin ich doof. Da sei nichts zu. Ich hatte nur das eine abgefahren. Sehe ich gerade. So, und ich werde jetzt nach 2 Stunden 16 mein Abschiedslied jetzt langsam einstimmen. Und ich hoffe, es klappt morgen, dass wir den Stream mit Engelchen schaffen. Das morgen bei mir nicht hängt. Genau. Und passt auf euch auf alle, die so nachgucken. Jasmin, pass auf dich und alle, die du magst. Und ja, jetzt kommt das Lied, wir sind alle gleich, 2013, Hip-Hop Remix, zu finden auf meinem Kanal, sprich diesen Kanal, wo ihr gerade schaut. Morgen 17 Uhr ist mein Lied. Ja, wenn alles klappt. So, und ich gebe ab an die Musik und sage schon mal bis dahin und tschüss. Tschüss. Bist du Rocker oder?
Opa. Opa oder Papa. Liebst du Raver oder Trance? Liebst du es schneller oder lauter? Liebst du Schlager oder Country? Es sind Töne. Und im Rhythmus, ob langsam oder schnell. Es ist die Musik im Grunde. Und das